Guten Abend. Ich habe hier heute ein paar Schwierigkeiten mit dem Datendurchsatz. Also es kann sein, dass es vielleicht hin und wieder etwas abgehackt ist, aber vielleicht bessert sich das mit der anderen Verbindung dann. Versuche ich gerade zu aktivieren. Also wenn Sie noch etwas Geduld haben, bitte. Schalte ich jetzt mal die Aufnahme ein. Dann schauen wir mal, was passiert. Heute will ich über das Konzept von Wertpapieren allgemein sprechen und dann auch verschiedene Wertpapiere ansprechen, was deren Natur ist, wie sie aufgebaut sind und wozu sie gebraucht werden können. Jetzt müssen wir ein bisschen in die Geschichte wieder gehen, damit wir wissen, woher Wertpapiere überhaupt kommen. Also das ist keine Sache, die jetzt erst kürzlich in den letzten 200, 300 Jahren entstanden ist. Wertpapiere, die hat es eigentlich schon immer gegeben. Die ältesten Aufzeichnungen bezüglich Wertpapiere, also Wechsel und Bonds, die gehen also wirklich zurück bis ins alte Babylon. Es gibt also wohl Papyrus-Aufzeichnungen, die so etwas darstellen wie eine Schuldverschreibung oder ein Wechsel. Also das ist nichts Neues und der Zweck von Wertpapieren, der ist ein ganz interessanter. Früher war das so, dass man natürlich, wenn jemand was kaufen wollte oder erwerben wollte, dann brauchte er irgendetwas, was er tauschen konnte. Also das hätte Gold sein können, das hätte Silber sein können. Aber wir wissen ja schon, dass die Kanaaniten sich besonders reich gemacht haben, zum Beispiel im Tausch mit lilaner Farbe. Und das war sehr viel wert. Aber es gibt auch andere Tauschmittel wie Salz, Tee, Zucker und so weiter. Je nachdem, was gebraucht wurde, das wurde getauscht. Das war wertvoll. Und das hat natürlich dazu geführt, dass, oder hat eigentlich bedingt, dass die verschiedenen Gemeinden, Gemeinschaften, Nationen, Länder, Völker, Stämme, ja, Clans, dass die alle relativ unabhängig waren, denn jeder dieser Clans oder dieser Stämme oder dieser Völker, also dieser verschiedenen Gruppen, die hatten etwas, was wert war, etwas, was sie relativ leicht erwerben konnten oder herstellen konnten und was sie dann tauschen konnten. Das heißt, der Kommerz war unabhängig. Das heißt, jede Gruppe, jeder Stamm konnte für sich selber Handel treiben und sozusagen reich und wohlhabend werden. Und das war natürlich nicht etwas, was jetzt die Kanaaniten besonders bevorzugt hatten, denn deren Ziel war ja, dass sie den Kommerz unter ihre Kontrolle bringen. Und aus diesem Grund haben sie unter sich angefangen, anstatt jetzt mit direkten Substanzen zu handeln, mit Wertpapieren zu handeln, die sozusagen den Wert dieser Substanzen hatten, wo also das, diese Substanzen oder verschiedene Substanzen, wie zum Beispiel Gold oder Salz oder was auch immer, das Kollateral, also der Gegenwert war. Und das ist der Sinn und Zweck von Wertpapieren ganz allgemein gesprochen, dass nämlich Wertpapiere einen Ausdruck geben über etwas, was tatsächlich existiert, ja, oder eine Schuld, und die Schuld existiert dann ja auch. Und diese Papiere, die konnte man dann später handeln. Aber zunächst einmal waren das wirklich immer Papiere zwischen den Parteien. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel einem anderen einen Schuldschein gegeben hatte, dann war das zwischen den Parteien. Und der Schuldschein diente dazu, dass der Gläubiger zu einem gewissen Zeitpunkt dann, der vorher vereinbart war, zurückgehen konnte zum Schuldner und diesen wieder einlösen konnte. Und der Schuldner musste dann sozusagen den Schuldschein einlösen. Er musste also das zahlen oder zurückgeben oder geben, was vereinbart war als Einlösemittel für diesen Schuldschein. Und hat er das getan, dann hat der Gläubiger ihm den Schuldschein ausgehändigt und hat aber vorher draufgeschrieben, gecancelt oder storniert. Ja, einfach aufgrund der Tatsache, weil er erfüllt war. Die Schuld war also völlig dann weg. Das war, wie wenn sie nie bestanden hätte. Da gab es also keine weiteren Aufzeichnungen darüber. Die Schuld war erfüllt. Und das war zwischen den Parteien. Und später dann erst
fing es an, dass man dann die solche Schuldscheine dann weitergegeben hat an Dritte. Das heißt, man hat Dritten sozusagen dann diesen Gläubigerstatus gegenüber einem Schuldner übertragen. Und dann konnte der sozusagen, die Drittpartei, dem Schuldner den Schuldschein zur Einlösung vorlegen. Und dann musste der Schuldner also dieser Drittpartei gegenüber die Schuld erfüllen. Aber wie hat sich das erste Mal wirklich richtig bemerkbar gemacht, diese Art von Wertpapierhandel? Und wie hat das dazu geführt, dass der Kommerz unter die Kontrolle der Kanaaniten kam? Naja, das wissen Sie wahrscheinlich schon, ich erwähne das hier der Vollständigkeit halber. Das waren natürlich die kanaanitischen Bankiers, also die Rothschilds, ganz besonders führend, aber nicht nur die, auch die Schröders, die Ambrosianis, also die ganze italienische schwarze Nobilität, die Medici, die haben mit Wertpapieren gehandelt in der Art und Weise, als dass sie sich den Anschein gegeben hätten, dass sie eine ganze Menge Gold hatten. Das heißt, erst einmal haben sie das Gold entweder alchemistisch hergestellt oder aber tatsächlich gefördert, aber die alchemistische Herstellung war für die damals, die das wussten, die sozusagen aus dem alten Ägypten diese Prinzipien noch kannten, für die war das kein Problem. Die konnten so viel Gold herstellen, wie sie wollten, aufgrund von Alchemie. Aber das war denen nicht dienlich, denn sie wollten nicht viel Gold herstellen. Sie wollten das Gold im Gegenteil sehr knapp halten. Und das, was es an Gold gab, das wollten sie unter ihre Kontrolle halten. Sie wollten also auf gar keinen Fall viel Gold in Umlauf bringen, denn Gold hatte oder war angesehen und ist auch heute noch angesehen und in bestimmten Kreisen als ein sehr besonderes Edelmetall, kann man das schon gar nicht nennen, sondern es hat besondere Eigenschaften und auch in spiritueller Hinsicht und ist deswegen sehr gefragt und soll nicht unter die generelle Bevölkerung kommen eigentlich wirklich. Das ist etwas, was die versuchen zu verhindern, soweit es geht. Interessant ist natürlich, dass es heute in all den Mobilgeräten drin ist, in elektronischen Schaltkreisen, also Circuit Boards, Motherboards von Computern und so weiter. Das heißt, es ist da und einige extrahieren das auch aus diesen elektronischen Komponenten. Aber das ist nicht so viel, dass man wirklich sagen könnte, dass es einen besonders hohen Wert hätte. Also wichtig war die Kontrolle des Goldes als ein spirituelles Metall, wenn man so will. Und das hat verhindert, dass sozusagen eine spirituelle Erleuchtung stattfinden konnte. Das war deren Denkweise. Ja? Was wir davon halten, spielt weniger eine Rolle. Es war deren Denkweise und das hat dann zu bestimmten Handlungen dererseits geführt, also dieser schwarzen Nobilität und der okkulten Machteliten. Und das heißt, für die war es wichtig, dass sie so viel Gold wie möglich bekamen. Und obwohl sie das alchemistisch herstellen konnten, war es ihnen natürlich klar, dass es Gold im Boden gibt, wie Sand am Meer, könnte man sagen. Und die haben also die Goldminen unter ihre Gewalt gebracht, die Goldförderung, entweder durch Verträge oder aber mit Gewalt, durch Mord, durch Erpressung, durch Kriege haben sie die Goldminen in Besitz genommen und unter ihre Kontrolle gebracht. Und dann eben das Gold sozusagen gehortet. Und das Interessante war jetzt, dass Gold natürlich als Zahlungsmittel, das ist etwas, was die Menschen immer sehr interessiert hat, immer sehr verblendet hat, könnte man sagen. Und jetzt aus diesem Grund haben die dann auch Goldmünzen herausgegeben, um sozusagen die Menschen abhängig zu machen von diesen wunderbaren Münzen. Das hatte also so eine Art, das war wie ein Fluch wirklich oder wie ein Segen, je nachdem, wie man das sehen will. Das Gold, das hat die Menschen also wirklich verführt, dann das auch haben zu wollen ständig. Und natürlich, es ist ein wunderschönes Metall. Ja, also wenn man sieht, was alles damit gemacht werden kann, die Verzierungen, das Veredeln. Es ist, ich weiß nicht, in meiner Kindheit gab es noch Bücher oder Tagebücher konnte man kaufen oder Notizbücher. Die hatten eigentlich einen Goldrand. Das war Blattgold. Das war wirkliches Gold. Das war eine wunderschöne Sache wirklich. Also es hat etwas sehr Edles. Es hat etwas sehr Nobles. Und das war etwas, diese Veredelung, diese Vernobelung, was diese Kanaaniten nicht den Menschen im Allgemeinen jetzt mehr als es absolut notwendig ist,
ja, zukommen zu lassen. Nun, wie dem auch sei, das Goldgeld war also wichtig, und was die getan haben, ist, diese kanadischen Bankiers, wie zum Beispiel die Rothschilds, die haben sich auch den Anschein gegeben, dass sie viel Gold haben. Und das hat dazu geführt, dass die Menschen ihr Gold hingetragen haben zu deren Banken. Aber nicht nur die ganz normalen Menschen, sondern tatsächlich auch Fürsten, Könige, Königin und so weiter. Also der ganze Adel, der hat gedacht, er trägt das dorthin. Warum? Weil die Rothschilds eben versprochen hatten, Zinsen zu zahlen auf dieses Gold, wenn das unter ihrer Gewalt war. Und diese Zinsen, interessanterweise, haben die aber nicht mit Gold ausbezahlt, sondern die haben sozusagen Wechsel oder Geldscheine, könnte man sagen, herausgegeben, die besagt haben, dass dieser Schein bei der Rothschildbank zum Beispiel in Frankfurt ja getauscht werden kann für so und so viel Gold, also Gold in Form von Gewicht. Und jetzt war das Interessante, dass die von jeher einen Prozess kannten, wie sie Gold sozusagen verunreinigen konnten bei der Hinzugabe von Sauerstoff. Und zwar konnten sie somit das Gold um 8% wertvoller machen. Mit anderen Worten, die haben das Gold eingeschmolzen und haben es dann wiederhergestellt im gleichen Gewicht und unter der Beigabe von, also Sauerstoff, mit der Beigabe von Sauerstoff unter einem bestimmten Verfahren, konnten sie dann das gleiche Gewicht erzielen mit 8% weniger Gold. Und das war also eine Art von Trickserei, die auch dann später noch, auch durchaus im 20. Jahrhundert noch angewendet wurde von Menschen und Münzereien, die das wussten. Das ist also eine Art von Betrug, und da sieht man wieder, wie Gewicht und Maßeinheiten auch zu einer Art von Betrug führen. Denn sie verlangen von den Menschen, dass sie per Gewicht und per Maßeinheit bezahlen. Und das ist in vieler Hinsicht, ist es ein Verstoß gegen das Naturrecht. Also, die haben dann angefangen, diese Art von Geldscheine herauszugeben, und die Menschen haben dann gesagt, nun, anstatt dass wir hingehen und immer das Gold abholen und das Gold tauschen, fangen wir an, diese Schuldscheine sozusagen, die die Banken herausgegeben haben, zu tauschen und sozusagen als Zahlungsmittel zu verwenden. Und das wurde natürlich von den Kanaaniten sehr unterstützt und gefördert. Es gab natürlich dann andere Banken der schwarzen Nobilität. Es gab die Schröders, es gab die Warburgs. Interessant, wirklich, ist da die Verbindung zum Hansabund, über den wir ja schon gehört hatten. Und die haben also untereinander sozusagen einen Deal gemacht, dass sozusagen die durchaus diese Geldscheine von den anderen Banken dann auch ehren und annehmen. Und es war also sehr schnell so, dass die Menschen das praktischer fanden, eben solche Schuldscheine, Goldschuldscheine oder Geldscheine, könnte man sagen, es ist ein Schein des Geldes, zu verwenden, anstatt immer das schwere Gold mit sich rumzutragen. Und da die Banken gesagt hatten, wir ehren das, war das also so gut wie Gold. Und da gibt es den Begriff dann as good as aval, also so gut wie aval. Also so gut wie der eigentliche Wert. Und das heißt, es wurde allgemein angenommen. Und als die bemerkt hatten, dass die Menschen in der Regel nicht das Gold wollen, sondern diesen Schuldschein hinterher rennen, da war natürlich für die das Bankwesen zu einer Quelle des Goldes geworden, kann man jetzt nicht sagen, aber eine Quelle des Reichtums. Das heißt, die konnten das dann später so machen, dass wenn jemand seine Schulden bezüglich dieses Goldscheines nicht einhalten konnte, also wenn jemand sich Goldscheine geliehen hatte und die wurden dann nicht zurückgezahlt in irgendeiner Form, entweder in Form von Ware oder aber in Form dieser Goldscheine, ja, dann konnte man tatsächlich einen Schuldner liquidieren. Das heißt, man konnte ihm alles nehmen, was er hatte, aufgrund von diesen Statute-Stable-Verträgen, die Bankiers von jeher verwendet hatten, um eben selbst exekutierende, selbst authentizierende Liquidierungen und Pfändungen durchführen zu konnten. Das heißt, das war auch ein vorgerichtlicher Prozess, das heißt, oder eigentlich ein Prozess, der anstatt eines Gerichtes stattfand.
Und das hat natürlich zu unwahrscheinlich viel Leid geführt. Und bei Königen und Königshäusern und ganzen Dynastien hat das dazu geführt, dass die Bankiers natürlich unwahrscheinlich viel Macht hatten durch diese Art von Geldpolitik über die verschiedenen Eliten und Königshäuser und so weiter. Und dann oft anstatt der Zurückzahlung der Schulden, die es eigentlich gar nicht gab, denn das Gold war gar nicht da in dem Wert, wie diese Goldscheine oder Geldscheine verliehen wurden, sozusagen Kriege angezettelt hatten. Das heißt, sie haben gesagt, gut, du kannst die Schuld nicht zahlen, dann musst du Krieg führen gegen Frankreich oder gegen Indien oder gegen wen auch immer. Und wir finanzieren den Krieg, ja, das heißt, du wirst viel dadurch gewinnen und am Ende musst du dann natürlich die Schuld in Gold zurückzahlen. Denn in Indien gibt es viel Gold, da, wir stellen dir die Mittel zur Verfügung, aber das Gold sozusagen oder die Lizenz, das Gold zu fördern, die geht an uns. Wir haben dann das gesamte Gold und das sind sozusagen die Reparationen oder der Ausgleich für die Darlehen, die wir euch geben. Und so haben die also europaweit zunächst mal und dann natürlich später auch in Amerika und über die ganze Welt hinweg, auch China darf man nicht vergessen, ihre Banken installiert. Und diese Banken haben alle gegenseitig diese Geldscheine geehrt. Also die haben sie nicht entehrt. Und das sah aus, wie wenn das unabhängige Institutionen waren, unabhängige Geldhäuser, wie man das ja so schön nennt. Und aber letztendlich haben sie im Hintergrund eben im Kartell operiert. Das heißt, es wurde ein Wettbewerb vorgetäuscht, den es eigentlich gar nicht gab. Und man muss immer daran denken, die Kanaaniten, die haben ein bestimmtes Ziel vor Augen. Ja? Und das ist die völlige Unterwerfung Gottes, was sie natürlich nicht können, aber sie versuchen das dadurch, dass sie die Shem unterwerfen. Und das ist deren einziges Ziel. Das heißt, die Banken haben immer so getan, wie wenn sie sich gegenseitig etwas schulden. Und hier, da drüben war die Rothschild Bank in Frankreich und die hat dann dem französischen König Geld geliehen. Und dann gab es die Rothschild Bank in Frankfurt, die hat dem deutschen Kaiser Geld geliehen. Dann gab es die Rothschild Bank in England, die hat der britischen Monarchen und dem englischen, schottischen Monarchen Geld in Anführungsstrichen geliehen. Und das alles ist nur passiert in Form von Geldscheinen. Die haben denen nicht das Gold geliehen, sondern die haben den Geldscheine geliehen. Und natürlich ist es klar, dass aufgrund eines solchen Finanzsystems, wenn man will, es eine unglaubliche Versuchung ist, natürlich mehr Geldscheine herauszugeben als Gold, was da ist, um es zu decken. Und es ist hin und wieder vorgekommen in der Geschichte, dass also dieser Bluff sozusagen tatsächlich gelüftet wurde. Das heißt, da sind dann Menschen hin und sind zu den Banken und gesagt, jetzt zeig mal, wie viel Gold hast du in deinem Vault. Und dann wurde das gemessen und dann stellte sich heraus, dass viel mehr Goldscheine im Umlauf waren, als es Gold in den Tresoren gab. Und das hat die Bankiers in einen schlechten Ruf gebracht, aber man nimmt einem Bankier heute sein Reichtum, wenn man ihm nicht auch die Möglichkeit nimmt, wieder auf die gleiche Art und Weise Geldscheine zu erschaffen, naja, dann fängt er morgen wieder an, das Gleiche zu tun. Denn das Einzige, was er braucht, ist Tinte. Und er muss sich den Anschein geben, reich zu sein. Und das war eben das, was die Rothschilds taten. Die haben sich den Anschein gegeben, wohlhabend zu sein. Ja? Das heißt, die haben erst einmal alles investiert in ihr äußeres Erscheinungsbild. Und natürlich galten sie als Halsabschneider. Das war immer klar. Das heißt, sie waren gefürchtet. Und aufgrund dieses Gefürchtetseins hatten sie natürlich noch einmal einen zusätzlichen Machtstatus. Also da sieht man hier diese Art von Geldschein, wo mehr im Umlauf war als Kollateral, also das wirkliche Gold, um es abzudecken. Da kann man sehen, dass ein Geldschein sozusagen ein Wertpapier ist. Ja? Und der ist nur deshalb wertvoll, weil die Menschen glauben, dass er Wert hat. Das ist das Interessante. Das heißt, eigentlich könnte man sagen, nun, die Rothschilds haben da gar nichts wirklich falsch gemacht oder die anderen Bankiers, denn es war der Glaube der Menschen, der diesen Schein mehr Wert gegeben hatte, als er tatsächlich besaß und es war halt die irrtümliche Annahme, dass alle diese Scheine durch Gold gedeckt waren. Na, wo sehen wir das heute? In einer bestimmten Art und Weise sehen wir das zum Beispiel
im Unterschied zwischen gesetzlichem Geld und Giralgeld. Ja, die Bundesbank behauptet, dass es nur, dass nur 9% oder maximal 9% des gesamten Geldes in der Eurozone in Bargeld zirkuliert. Also das sind Münzen und Geldscheine, also Euro-Banknoten. Und der Rest ist sozusagen als Giralgeld verfügbar. Und Giralgeld ist kein gesetzliches Geld. Das ist das Interessante. Und aber sie sagen, Giralgeld ist so gut wie gesetzliches Geld, weil es jederzeit in Banknoten umgewandelt werden kann. Nun, das ist derselbe Trick, den die Rothschilds damals gesagt haben. Die sind davon ausgegangen, nicht jeder wandelt zum gleichen Zeitpunkt seine Goldscheine oder Geldscheine oder Schuldscheine bei der Bank in Gold um. Das tut niemand. Das heißt, es ist also ein Vertrauenstrick. Das heißt, die Bundesbank sagt selber, nur maximal 9% des sich im Umlauf befindenden Geldes ist eigentlich Banknoten und Münzen. Also da sieht man, es ist der gleiche Trick, der von eh und je angewendet wurde. Das heißt, es ist eine Art von Betrug, aber zum Betrug gehören immer zwei Parteien. Einer, der betrügt, und der andere, der sich betrügen lässt. Und wie wir schon wissen, ist im Recht erst dann ein Unrecht vorhanden, wenn sich der Geschädigte oder der tatsächlich geschädigt wird durch ein Unrecht, auch geschädigt fühlt. Denn er muss sich bewusst werden des Unrechtes. Vorher liegt der Schaden nicht vor. Ja, und da sieht man wieder, die Dinge sind im Gleichgewicht. Und diese Haltung müssen wir uns angewöhnen. Ja, wir können nicht die ganze Schuld jetzt hier den Bankiers vor die Tür legen und sagen, hört mal, ihr seid Betrüger und wir schulden euch gar nichts. So einfach ist das nicht. Denn man hat sich betrügen lassen und das hat man dadurch getan, dass man nicht wirklich nachgefragt hat, nicht wirklich geprüft hat, sich nicht wirklich verhalten hat wie jemand, der ein wirkliches Interesse daran hat, auch seinen Status und sein Leben aufrechtzuerhalten. Das heißt, ja, die Menschen lassen sich über den Tisch ziehen. Und aufgrund dieser Tatsache sind die Menschen heute in dieser prekären Situation, in der sie sich befinden, kommerziell. Und diese Kanaaniten haben das Weltfinanzsystem und kommerzielle System übernommen. Aber gut, jetzt fangen an, die Menschen sich geschädigt zu fühlen. Und das heißt, jetzt ändert sich sozusagen das Verhältnis. Das heißt, jetzt kommen die Menschen zum Spieltisch zurück und sagen, du hast mich damals betrogen. Und jetzt schauen wir mal, wie wir das machen können. Jetzt muss man auch sagen, dass natürlich dadurch diese Bankiers und die Kanaaniten, die haben einfach unwahrscheinlich viel Fortschritt finanziert und gesponsert und gefördert. Fortschritt, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, denn was der eine als Fortschritt bezeichnet, ist für den anderen möglicherweise ein Zurückschreiten eigentlich in der Entwicklung. Aber gut, es sind Dinge, die wir heute alle verwenden, von Computern bis hin zu Mobiltelefonen, bis hin zu Autos. Ja, all das ist finanziert und entwickelt worden aufgrund kanaanitischer finanzieller Transaktionen und Machenschaften. Das heißt, man kann sagen, was man will. Ja. Selbst wenn man bloß eine Jeans trägt oder sonst irgendein Auto fährt, es sind diese kanaanitischen Regeln und Machtpositionen in diesen Dingen manifestiert. Und ja, was darin auch manifestiert ist, ist natürlich den Wert, den wir gegeben haben, in Form der Unterstützung dieses Systems, in Form der Arbeit, ja, also der geleisteten Arbeit, die die Menschen geleistet haben. Und dafür haben sie auch etwas bekommen, nämlich sozusagen das Recht und die Möglichkeit, einigermaßen zu überleben. Aber das ist in keinem Verhältnis zu dem Begriff Leben. Denn Leben bedeutet frei und unbegrenzt schöpferisch tätig sein. Und das ist etwas, das haben sich die Kanaaniten unter den Nagel gerissen. Dieses freie und völlig ungehinderte, schöpferisch tätig sein. Und in welchem Sinne sie das sind, das ist natürlich eine andere Frage. Aber das ist nun mal die Situation und der Zustand. Und deswegen kann man also sehen, dass Wertpapiere für die eine große Bedeutung haben.
Und das haben diese natürlich auch für uns. Das heißt, Wertpapiere sind an und für sich nicht etwas, wo man sagen kann, das ist schlecht und negativ und betrügerisch. Aber sie haben natürlich wie alles andere auch die Möglichkeit, dass sie missbraucht werden. Und in dem Moment, wo man natürliche Prinzipien, also wie zum Beispiel hier der direkte Tausch, wo zwei Parteien sagen, hier, ich gebe dir 1 Kilo Kartoffeln, wenn du mir 200 Gramm Salz gibst, ja, dieser direkte Tausch, das kann man sehen, das kann man verfolgen. Hier, ich kann die 200 Gramm Salz wiegen und hier, ich kann die 1 Kilo Kartoffeln wiegen und dann tauschen wir das aus. Die Leute kennen sich und sie wissen, ist die Qualität schlecht, naja, dann macht man das nächste Mal das Geschäft mit jemandem anderen. Und Wertpapiere heben jetzt diese Art von direkter Transaktion zwischen den Menschen auf eine abstrakte Stufe. Ja? Und sobald eine Ebene der Abstraktion hinzugefügt wird, in dem Moment ist auch sozusagen Tor und Tür geöffnet für Betrug. Ja? Weil die Menschen nicht mehr den eigentlichen Wert des Papieres wirklich erkennen können, einfach nur aufgrund des Papieres. Wenn jemand 200 Gramm Salz in seiner Hand hält, das kann er sehen, das kann er anfassen, das kann er erkennen. Wenn er aber ein Wertpapier hat, sagen wir mal, ein Wechsel über 200 Gramm Salz, nun, das Papier wiegt keine 200 Gramm und da steht lediglich drauf, dass er sich 200 Gramm Salz abholen kann, hier und da, aber es sind eben keine 200 Gramm Salz. Das heißt, er hat nur ein Stück Papier. Und wenn er jetzt hingeht zu demjenigen, wo er das Salz für diesen Wechsel eintauschen kann, und er sagt, na, ich habe kein Salz, es ist mir alles genommen worden oder meine Salzmine ist unter Wasser oder was weiß ich nicht, was ich kann den nicht einlösen, ja, dann stand der da mit seinem Wechsel über 200 Gramm Salz und hatte gar nichts. Und da sieht man natürlich sofort, dass der Wert eines Papieres oder der wirkliche Wert eines Papieres nur so gut ist, wie das, was wirklich vorhanden ist und was sozusagen zur Seite gelegt wurde, um dieses Wertpapier zu decken. Ja? Und das ist eben heute nicht mehr der Fall auf der öffentlichen Seite. Die Papiere, die herausgegeben werden, sind nicht mehr gedeckt. Ja? Und das versuchen die natürlich jetzt, diese Papiere wieder zu decken aufgrund der Abstraktion der Finanzen, ja, die decken durchaus den Euro mit der Arbeitskraft der Menschen. Das heißt, je mehr sie haben, je mehr sie sozusagen verbriefen können, je mehr Menschen oder deren Arbeitskraft über deren Namen, ja, desto stabiler wird die Währung. Also die versuchen das sozusagen jetzt wieder hinzukriegen, aber das tun sie nur deswegen, weil sie wissen, wenn der Mensch mal auf die Idee kommt, dass seine Arbeit unbegrenzten Wert haben könnte, dann sind unsere Papiere nichts mehr wert. Und genau das ist das, was heute passiert. Und das ist das, was hier Teil dieses Kurses ist, dass wir uns darüber klar werden, dass unsere Arbeit an und für sich unbegrenzten Wert hat. Das kommt natürlich drauf an. Okay? Sie hat prinzipiell unbegrenzten Wert. Warum? Weil wir eine unbegrenzte Anzahl von Verträgen theoretisch eingehen können. Das heißt, es gibt nichts unter Naturrecht, was den Wert unserer Arbeit und sozusagen den Wert der Früchte unserer Arbeit begrenzt. Es gibt also unter Naturrecht keine Begrenzung. Ja, denn es kann heute sein oder morgen sein, dass jemand etwas erfindet, was so bahnbrechenden Wert hat für die Menschheit, wie zum Beispiel ein Gerät erfindet, was alle Krankheiten sofort heilen kann. Ja, das ist rein theoretisch. Ja, vielleicht gibt es sowas schon. Aber so ein Gerät hätte unbegrenzten Wert, weil es eine unbegrenzte Anzahl, erstens mal kann es vervielfältigt werden, zweitens mal kann es dann eine unbegrenzte Anzahl von Menschen ständig heilen, ja, und somit könnten immer mehr Menschen da sein, die Wert schaffen. Also durch die Natur sind solche Dinge nicht begrenzt. Und auf dieser Basis muss man sagen, dass die Arbeit des Menschen theoretisch unbegrenzten Wert hat. Jetzt, wenn jemand auf die Idee kommt, fliegende Bananen zu erfinden, ja, das hat vielleicht keinen unbegrenzten Wert, ganz einfach deswegen, weil es ist eine Spielerei und vielleicht interessiert sich der eine oder andere, der etwas Geld auf der hohen Kante hat, um sich solche
Extravaganzen zu leisten, wie fliegende Bananen. Aber an und für sich ist das Ganze, hat keinen generellen Wert. Und dann kann man sagen, nun ja, bezüglich dieser fliegenden Banane ist natürlich die Arbeitsleistung, die Arbeitskraft nicht, hat keinen unbegrenzten Wert. Ja? Aber rein technisch und oder auch praktisch gesehen gibt es nichts in der Natur, was den Wert der menschlichen Arbeit begrenzt. Und das ist die Grundlage hier. So. Das heißt, ein Mann oder ein Weib oder eine Frau, für die, die das Wort Frau bevorzugen, die können immer Wertpapiere herausgeben, die einen unbegrenzten Wert haben. Auf der privaten Seite, sage ich das da wohlgemerkt. Auf der privaten Seite. Ja, auf der öffentlichen Seite geht das nicht, denn auf der öffentlichen Seite sind die Werte begrenzt. Die Haftung ist begrenzt, also müssen auch die Wertpapiere begrenzt sein in ihrem Wert. Das heißt, es muss eine Zahl draufstehen und eine Zahl bedeutet ein Limit. Zumindest ist das die landläufige Auffassung. So, dann gehen wir mal jetzt auf ein paar dieser Wertpapiere ein. Das sind Basiswertpapiere. Und das wichtigste Wertpapier, was es überhaupt gibt, was auch eines der ältesten Konzepte darstellt, ist natürlich der Wechsel. Und der Wechsel ist ein Drei-Parteien-Instrument. Und in diesem Drei-Parteien-Instrument nennen wir die Parteien A, B und C. Da gibt es ein bestimmtes Verhältnis zwischen den Parteien. Erstmal ist es so, dass in einem Wechsel die Partei A die Partei B anweist, Partei C zu bezahlen. Oder der Partei C das zu geben, was Gegenstand des Wechsels ist, was also das Kollateral des Wechsels ist, was die Substanz des Wechsels ist. Das kann Gold sein, das kann Geld sein, ja, aber es ist wichtig, dass man versteht, dass Partei A die Partei B anweist, Partei C zu bezahlen. So. Und was ist da die Terminologie für diese einzelnen Parteien? Nun, Partei A, das ist die Partei, die sozusagen ein Recht zieht auf Partei B. Nämlich die Anweisung oder das Recht der Partei B, eine Anweisung zu geben diesbezüglich, muss ja schon vor dem Wechsel existiert haben. Die kann nicht erst durch den Wechsel entstehen, sondern es muss also eine Situation geben zwischen Partei B und Partei A, die vor dem Wechsel schon vorhanden war. Und das ist natürlich, dass Partei A der Partei B gegenüber gläubiger ist. Das heißt, die Partei A hat ein Recht gegenüber Partei B und dieses Recht fordert die Partei A jetzt gegenüber B ein, in der Art und Weise, als dass die Partei B eine Anweisung, eine Wertanweisung gibt sozusagen, eine Zahlungsanweisung gibt. Ja? Und die Partei B, die muss dieser Anweisung Folge leisten. Das heißt, Partei C wird hier bezahlt. Das heißt, Partei A ist der Zieher, Partei B ist der Bezogene, nämlich derjenige, der zahlt. Und Partei C ist der zu bezahlende oder der Begünstigte. Man kann also Partei A in Englisch bezeichnen als den Drawer, das ist derjenige, der einen Wechsel zieht. Partei B ist der Drawee, also der Bezogene, denn der muss zahlen, oder auch der Payor. Man kann auch sagen, dass dadurch, dass Partei B bezogen wird, ist Partei B auch der Payor. Und Partei C ist der Payee, also derjenige, der bezahlt wird, der zu bezahlende oder auch der Begünstigte. Man muss diese Worte verstehen. Die Parteien können zwei Bedeutungen haben, je nachdem, ob man das Ganze unter strengem Wertpapier-Kommerzrecht betrachtet oder das Ganze in Verbindung bringt natürlich mit Treuhandrecht, denn alles ist heute eine Treuhand, wie wir ja schon festgestellt haben. Das ist also der Wechsel. Jetzt wollen wir den Wechsel ein bisschen in einen substanziellen Zusammenhang stellen, damit wir auch sehen,
dass das nicht ein abstraktes Konzept ist, was hinter dem Wechsel steht. Jetzt, man stelle sich vor, einen Bauern, das ist ein Kartoffelbauer, das heißt, seine Hauptsache sind Kartoffeln, der baut Kartoffeln an ohne Ende und der will natürlich diese Kartoffeln verkaufen oder irgendwie so gewinnbringend wie möglich einsetzen. Und jetzt kann es sein, dass er zum Beispiel, dass er das Dach repariert haben muss, einer seiner Scheunen. Und er geht also zu einem Dachdecker hin und sagt, kannst du mir das Dach reparieren? Und dann sagt er, ja klar. Ja, was willst du dafür? Du, wie wär's mit so und so viel Säcken Kartoffeln? Und sagt der Bauer, okay. Das heißt, wir haben einen Deal. Du reparierst mir das Dach und ich gebe dir so und so viele Säcke Kartoffeln. Das ist ein einfaches Verhältnis. Ja, jetzt kann es aber sein, dass der Dachdecker sagt, du, ich brauche keine Kartoffeln. Was ich vielmehr bräuchte, ist jemand, der mir meine Möbel repariert. Dann sagt der Bauer, na, damit kann ich dir nicht helfen. Aber weißt du was, ich machen kann, ist, ich kann dir einen Wechsel geben. Und dieser Wechsel ist über so und so viele Säcke Kartoffeln. Und du nimmst den sozusagen als Bezahlung an und du gehst damit zum Schreiner und der repariert dir deine Möbel und ich weiß, der kommt immer zu mir und braucht Kartoffeln. Das heißt, du kannst das bei ihm einreichen und er kann dann zu mir kommen und sich die Kartoffeln abholen, wenn er mir den Wechsel vorlegt. Dann sagt der Dachdecker, ja, das ist gut. Und jetzt wäre es natürlich gut, wenn die Parteien generell, wie der Bauer, der Schreiner und der Dachdecker, ein generelles Einverständnis haben, dass solche Transaktionen gemacht werden können. Das wäre einfach eine gute Sache. Aber notwendig ist das wirklich nicht, denn der Schreiner könnte jetzt wiederum den Wechsel annehmen und sagen, gut, ich brauche zwar jetzt keine Kartoffeln, aber ich gehe mal hin zum Bauern und lege ihm den vor, vielleicht kann er mir was anderes geben. Und wenn er das nicht kann, dann behalte ich den Wechsel und indossiere ihn weiter. Denn ich brauche jemanden, der mir meine Geräte instand hält, einen Maschinenbauer. Und vielleicht braucht der Kartoffeln. Und dann gebe ich ihm den Wechsel. Und so kann also ein Wechsel zirkulieren und weitergegeben werden durch Endossament. Das heißt, jedes Mal, wenn der Wechsel, oder generell kann man sagen, ein Wertpapier die Hand wechselt, dann geschieht es über ein Endossament. Das heißt, man dreht das Papier um, dreht es um 90 Grad nach rechts und unterzeichnet dann an der Oberkante zusammen mit Datum. Das ist derjenige, der ihn weitergibt. Der sagt, er hat sozusagen die Verbindlichkeit auf dieses Instrument. Und er gibt das jetzt weiter. Das heißt, er wird das dann erfüllen. Und jetzt braucht man das nicht tun. Man braucht keine Unterschrift, um ein Endossement zu geben, sondern man kann auch ein Wertpapier endossieren durch die reine Übertragung. Das nennt man ein Blanko-Endossement. Das heißt, das ist so, wie wenn die Unterschrift hinten unbegrenzt drauf wäre, aber muss es nicht sein. Das nennt man Blanko-Endossement. Ja, oft wurden die vergessen und da musste man zurück und musste die Kette wieder hochgehen und der Vorherige musste zum Vorvorherigen und der musste zum Vorvorvorvorherigen, um alle noch die Unterschriften drauf zu bekommen. Das war also nicht als praktisch im Kommerz angesehen. Deswegen sagte man, fehlt die Unterschrift und man überträgt das Wertpapier oder das Instrument, das kommerzielle Instrument, dann gilt es als blanko endossiert. Das nennt man also ein Endossament oder eine Endossierung. Da gibt es verschiedene Sprachweisen dafür. Eine Endossierung. Und so konnte man das immer weitergeben und letztendlich war haftbar immer derjenige, der das Papier ursprünglich herausgegeben hatte, nämlich hier in dem Fall der Bauer. Also der Herausgeber ist letztendlich immer haftbar. Und da sieht man also, dass der Herausgeber eines Wertpapiers immer letztendlich haftbar ist. Wir hatten das schon mehrmals besprochen, aber hier können wir jetzt genau sagen, warum das ist. Also auch in dem Falle, wo ich eine andere Partei beziehe, das heißt, da muss also ein Verhältnis zwischen mir und der anderen Partei schon bestehen, um unter diesem Wechsel bestimmte Dinge zu zahlen, letztendlich derjenige, der dann den Wechsel hat,
hat immer dem Herausgeber gegenüber ein Recht. Ja? Erst einmal hat er natürlich das Recht gegenüber dem Vorindossamenten. Das heißt, man könnte sagen, man geht die Kette zurück aller vorherigen Parteien, die das Papier indossiert hatten, und kommt dann so wieder zurück auf den ursprünglichen Herausgeber. Aber der Herausgeber eines Papiers ist ja ersichtlich auf einfach anhand des Papiers selber. Er ist der Herausgeber. Oder der Drawer im Falle eines Wechsels, der Zieher. Und jetzt könnt ihr das vielleicht auch in Zusammenhang bringen mit, wenn ich sage, derjenige, der ein Wertpapier herausgibt, ist haftbar. Aber ob er die Verbindlichkeit hat, das ist die zweite Frage. Und darauf kommen wir noch, wenn wir dann genauer uns das angucken in der Zukunft. So, das ist also der Wechsel, ein Drei-Parteien-Instrument. Jetzt gibt es auch das Zahlungsversprechen oder die Promissory Note. Und das ist ein Zwei-Parteien-Instrument. Und das ist ganz einfach. Partei A verspricht Partei B an einem bestimmten Tag, an einem bestimmten Ort, eine bestimmte Summe zu bezahlen. Jetzt, dieses Zahlungsversprechen darf keine Bedingungen enthalten. Ein Zahlungsversprechen muss unbedingt sein, denn sonst ist es kein gültiges Wertpapier. Denn wenn ich die Bezahlung abhängig machen würde von irgendwelchen Faktoren, die in der Kontrolle irgendeiner Partei sind oder möglicherweise einer Drittpartei sind, ja, dann ist das kein wirklich unbegrenzt gültiges Wertpapier. Dann gilt das nur zwischen den Parteien, ist also sozusagen ein Vertrag, aber keine Promissory Note. Also die Sachen, die wir haben, sind ja, das heißt, es muss unbedingt gelten. Das heißt, ich darf keine Bedingungen, Zahlungsbedingungen dort mit reinschreiben, wie zum Beispiel zahle ich das, verspreche ich dem anderen die Summe von 100 Euro zu zahlen, wenn der mir oder nachdem dieser mir 100 Säcke Kartoffeln geliefert hat. Das geht nicht, denn dann ist es kein wirkliches Zahlungsversprechen. Warum? Es ist nicht übertragbar, wenn eine Bedingung mit dabei ist. Und wenn es nicht übertragbar ist, dann hat es keinen Wert. Denn Zahlungsversprechen verwendet man deswegen, weil der Empfänger das weitergeben kann, weil er das übertragen kann. Auch wiederum mit einem Indossament oder aber auch ohne Indossament, einfach nur durch die Übertragung. Ja? Das heißt, der Empfänger eines Zahlungsversprechens, der will in der Lage sein können, dieses Zahlungsversprechen im gleichen Wert wieder zu übertragen an eine andere Partei, der er eine Zahlung versprechen will. Und diese Partei will ja nicht gebunden sein an irgendwelche Bedingungen, die möglicherweise da zwischen den ursprünglichen Parteien vereinbart wurde. Das wollen die ja auf gar keinen Fall tun. So, bei diesem Zwei-Parteien-Instrument ist die Partei A, die verspricht zu zahlen, das ist der Payor, also der Zahler. Und die Partei B, die Zahlung empfangen soll, an einem bestimmten Tag, an einem bestimmten Ort, ist der Payee, der zu Bezahlende. Also das ist relativ einfach. Wichtig ist, dass wenn eine Promissory Note gegeben wird, also ein Zahlungsversprechen, sie bedingungslos ist. Ja? Man kann sie aber für einen Zweck bestimmen, nämlich für den, zur Verrechnung bezüglich einer bestimmten Schuld. Oder man kann den Zweck darauf vermerken, für was es gegeben ist. Nur man muss aufpassen, dass man den Zweck nicht so formuliert, dass es einer Bedingung gleichkommt. Jetzt, wie ist es bei der Promissory Note? Wer ist die haftende Partei? Naja, die Promissory Note hat kein Kollateral. Der Wechsel hat Kollateral. Und zwar hält das Kollateral immer unter dem Wechsel die Partei B, also die bezogene Partei. Die wird in die Haftung genommen. Jetzt bei der Promissory Note nimmt der Aussteller sich selbst in die Haftung. Ja, aber es ist kein wirkliches Kollateral möglicherweise vorhanden für diese Bezahlung oder für diese Promissory Note. Und deswegen ist die Promissory Note kein Kreditinstrument wie der Wechsel, denn da muss ja Kollateral da sein aufgrund eines vorher existierenden Schuldverhältnisses zwischen Partei B gegenüber A unter dem Wechsel. Bei der Promissory Note ist das nicht der Fall, also beim Zahlungsversprechen.
Deswegen ist das Zahlungsversprechen ein Schuldinstrument und der Wechsel ein Kreditinstrument. Und zwar ein substanzielles Kreditinstrument. Der Wechsel. Die Promissory Note ist ein Schuldinstrument. So, wenn die andere Partei das annimmt, die Promissory Note, und eine Bank kann das immer, sofort einlegen, kann sofort eine Buchung durchführen. Wenn die das annimmt, dann hat die annehmende Partei natürlich die Verbindlichkeit. Denn warum hat sie das? Weil sie das Risiko eingeht. Und der Aussteller oder der Herausgeber der Promissory Note ist dann von der Zahlung befreit, in dem Moment, wo die Bank die Promissory Note einlegt. Ja? Denn in dem Moment gibt sie der ja schon Wert, einfach nur aufgrund des Versprechens. Und genau auf diese Art und Weise funktioniert der Kommerz heute, aufgrund von Zahlungsversprechen, von Zugeständnissen, ja, man ist haftbar. Aufgrund einer solchen Gegebenheit existiert, funktioniert heute der Kommerz. Es gibt kein Geld mehr. Was heute kollateralisiert ist, ist direkt der Name der Menschen. Das heißt, der Staat gewährt einem sozusagen eine Franchise unter dem eigenen Namen. Der Staat fungiert also als Treuhänder, als derjenige, der diese Franchise gestaltet. Ja? Und man muss sich dran halten, wenn man öffentlich tätig ist. Und somit ist der Aussteller der Promissory Note, also das Zahlungsversprechen, nur dann haftbar, wenn die Partei B an diesem bestimmten Zeitpunkt, also an diesem bestimmten Tag oder an dem darauf folgenden nächsten Geschäftstag, an der Adresse des Ausstellers diese Promissory Note vorlegt, und zwar mit einem Endorsement hinten drauf, und sagt: Hier, heute löse ich dieses Zahlungsversprechen ein. Ja. Und geschieht das nicht, wird das nicht eingelöst und vorgelegt, dann ist natürlich der Aussteller befreit von der Erfüllung des Zahlungsversprechens. Wenn der Empfänger, also der Gläubiger sozusagen bezüglich dieses Instrumentes, das nicht auch vorlegt. So, Banken legen das nie vor. Warum nicht? Weil so eine Promissory Note viel mehr Wert für die hat, wenn sie sie als Wertpapier handeln, als wenn sie warten jetzt ein Jahr und es dann mit 2 oder 3% Zinsen dem Aussteller wieder vorlegen. Ja? Denn sie müssten das Papier behalten, in irgendeinem Tresor halten, und für ein Jahr lang wäre das gar nichts wert. Erst dann, in dem Moment, wo der Aussteller es bezahlt, hätte diese Promissory Note einen Wert. Und das ist das behindert den Kommerz. Also was machen die Banken? Die legen den Wert sofort ein. Und weil sie in der doppelten Buchführung arbeiten, müssen sie natürlich auch die ausgleichende Verbindlichkeit gleich mit einlegen. Denn hier wird somit die Promissory Note zu einer Art Kreditvergabe an die Bank. Mit anderen Worten, die Banken können eine private Promissory Note als Kredit, als Cash eigentlich wirklich auch, direkt einlegen. Okay? Und wenn das passiert, ist der Wert geschaffen. Die Bank kann das einfach so tun. Die Bank hat auch die ausgleichende Verbindlichkeit natürlich aufgrund dieser Tatsache. Und somit ist der Aussteller von der Erfüllung des Versprechens befreit. Denn die Bank hat direkt dieses Versprechen konvertiert in zum Beispiel Girargeld. Okay, das ist das Risiko der Bank. Ja, wenn die dadurch irgendwelche Nachteile erleiden, nun, die hätten ja bloß die Promissory Note in ihren Safe legen müssen, ein Jahr lang warten müssen, und dann kommt irgendein Bankangestellter vorbei bei mir zu Hause und sagt: Hier ist die Promissory Note, die ist heute fällig, das ist das Fälligkeitsdatum, und die löse ich hier heute an der angegebenen Adresse ein. Dann wäre das also ein einsammelbares, exekutierbares, kommerzielles Instrument, diese Promissory Note. Für eine Bank hat das wenig Wert. Und eine Bank braucht das auch nicht tun, denn sie kann das direkt einlegen,
dem Papier sofort Wert geben, einfach aufgrund der Lizenz, die die Banken haben, nämlich Kundeneinlagen anzunehmen. Das ist wirklich, was eine Bankenlizenz bedeutet. Und wenn die das annehmen von der privaten Seite her und das einlegen, dann können sie nicht mehr daherkommen und diese Promissory Note dann wieder dem ursprünglichen Aussteller vorlegen. Denn die haben schon einen Gewinn damit erwirtschaftet. Und im Übrigen werden Banken das auch nicht direkt einlegen, sondern sie werden das einer weiteren Bank geben und damit haben sie der anderen Bank gegenüber eine Forderung, die sie als Aktiver einlegen können. Und die Bank, die diese Promissory Note empfängt, kann das wiederum weitergeben an eine weitere Bank und dann kann die zweite Bank das auch wieder als Aktiver einlegen. Und so können aus einer Promissory Note einfach aufgrund der Weitergabe unter Banken sich der Wert der Promissory Note bezüglich der gesamten Ökonomie zu dem Faktor vervielfachen, wie die Anzahl der Weitergabe. Ja, denn die Verbindlichkeiten werden ja erst dann fällig, wenn das Ganze rückabgewickelt wird. Und wenn das Ganze nie rückabgewickelt wird, kann jede Bank das immer weitergeben und jede Bank kann das als ein Aktiver, also ein Accounts Receivable, einlegen. Und das ist natürlich, das können die auch wiederum sofort, das steigert den Wert der Bank. Ja, das ist Bankengeschäft. Das operiert also anders als in der Substanz. Wenn ich eine Goldmünze an einen zweiten gebe, dann habe ich die Goldmünze nicht mehr. Aber ich habe die Forderung der Zweitpartei gegenüber. Aber diese Forderung hilft mir gar nichts konkret. Ich kann nicht einfach meine Bilanz mit dieser Forderung verlängern und dann sagen, ich habe den Wert und ich bin jetzt mehr wert. Ja. Und der Empfänger, der kann jetzt auch wieder sagen, okay, ich schulde zwar der ersteren Partei diese Goldmünze irgendwann, aber ich gebe die jetzt auch mal wieder weiter und tilge meine Schuld von einem Euro bei der nächsten Partei und dann habe ich zwar eine Verbindlichkeit der ersten Bank gegenüber, aber ich habe auch gleichzeitig eine Forderung dem zweiten oder dem zweiten gegenüber. Und so kann man das immer weitergeben, diesen einen Euro. Und jedes Mal hat man damit konkret einen Wert geschaffen oder eine Schuld getilgt, je nachdem. Und die Verbindlichkeiten aber, die werden nie eingefordert. Und somit kann ein Euro einen unbegrenzten Wert bekommen, einfach nur aufgrund der Tatsache, wie oft man ihn herumgibt. Das hängt also von der Anzahl der Weitergabe ab. Und genauso ist es also mit kommerziellen Papieren. Und das muss man verstehen. So, als drittes und letztes Dokument oder Wertpapier besprechen wir noch hier den Bond. Da gehen wir dann in der Zukunft genauer ein. Ein Bond ist eine Art Schuldverschreibung. Das heißt, das ist kein Zahlungsversprechen, sondern ist eine Schuldverschreibung. Und die Schuld oder die Exekutierung der Schuld tritt dann ein, wenn ein bestimmter Fall eintritt, der in dem Bond, in der sogenannten Bond Order, also in den Bedingungen des Bondes, eintreten. Das heißt, ein Bond hat Bedingungen, das nennt man die Bond Order. Das heißt, der Bond tritt dann in Kraft oder die Bezahlung des Bondes tritt dann in Kraft, wenn bestimmte Ereignisse eintreten. Das heißt, da sieht man sofort, das hängt also davon ab. Und ein Bond ist eigentlich ein Dokument, was nur ein Mann oder ein Weib oder eine Frau geben können, denn nur die können einem Bond wirklich Substanz verleihen. Nur die können sagen letztendlich, ich hafte. Also ein Bond ist eine Art Haftungsinstrument. Okay, eine Schuldverschreibung, kein Schuldschein, das ist es nicht. Der Schuldschein sagt, ich schulde jemandem etwas. Okay, das ist eigentlich kein sauberes kommerzielles Instrument. Es wird zwar heute verwendet von Banken, aber ist kein wirkliches sauberes kommerzielles Instrument. Der Bond sagt, ich hafte in einem bestimmten Fall. Das ist also ein großer Unterschied. Und der Bond, da gibt es natürlich den Herausgeber, den Issuer des Bondes. Der ist auch letztendlich haftbar, das ist klar. Und dann gibt es die Begünstigten unter dem Bond. Das heißt, diejenigen, die eben durch den Bond begünstigt werden. Das heißt, die in einem bestimmten Fall einen Wert bekommen.
Und da kann ich jetzt nicht drauf eingehen, auf die ganzen verschiedenen Arten von Bonds, die es da gibt. Wir sprechen die durch, die wir brauchen in der Zukunft. Aber da, es gibt eine Vielzahl von verschiedenen Arten von Bonden. Gehen wir mal den Indemnity Bond durch. Ja? Das ist wie eine Versicherungspolice. Das ist eine Art von Bond, den wir durchaus verwenden können. Und wie der genau aufgesetzt wird, das besprechen wir, das gehen wir ganz genau durch. Aber ansonsten gibt es viele Arten von Bonds. Der Indemnity Bond ist wie eine Versicherungspolice, das heißt, der Herausgeber des Bondes garantiert im Schadensfall die Bezahlung oder den Ausgleich für den Schaden zu übernehmen. Mit anderen Worten, ein Indemnity Bond versichert eine andere Partei. Zum Beispiel, will ich etwas im Gericht tun, ja, und ich will sicher gehen, dass das Gericht meinen Ausführungen folgt, dann muss ich im Kommerz alle anderen Parteien, die daran beteiligt sind oder die mir dabei helfen sollen, mein Interesse hier oder mein kommerzielles Interesse durchzusetzen, die muss ich doch versichern gegen einen Schaden. Es kann doch sein, dass die etwas tun bezüglich einer Drittpartei für mich, was die Drittpartei ungerechtfertigterweise schädigt. Ja? Und das tut kein Richter, kein Gericht tut das für einen, wenn man ihn nicht versichert diesbezüglich. Das heißt, man muss ihn versichern, sodass er das auch tut. Und ist jetzt meine Versicherungspolice höher als die der anderen Partei oder als die des Staatsanwaltes, naja, dann kann der Richter nicht viel tun. Denn jetzt muss der Staatsanwalt wirklich nachweisen, dass er keinen Ausgleich anderweitig annehmen kann und so weiter und so fort. Und damit er überhaupt das Recht hat, das zu tun, muss er eine Versicherungspolice in gleichem Wert mindestens vorlegen. Ja. Und das ist eben das Problem in der begrenzten Haftung auf der öffentlichen Seite, weil da der Beklagte, der normale, natürliche Person, ist gar nicht versichert und braucht deshalb einen Anwalt, weil der ist versichert. Und ist der Staatsanwalt aber höher versichert, und das ist er immer dann, wenn er ein wirkliches Interesse daran hat, den Beklagten ins Gefängnis zu bringen, ja, dann kann der Anwalt, der Strafverteidiger, den Beklagten gar nicht korrekt verteidigen. Und dann wundert man sich, was ist da passiert. Also will ich, dass jemand anders etwas für mich tut, zum Beispiel, weil er in der Position ist, das zu tun, dann versichere ich ihn für den Fall, dass die Handlungen des anderen einer Drittpartei einen Schaden zufügen. Denn er ist ja dann dieser Drittpartei gegenüber haftbar und mit diesem Bond kann er dann sagen, nein, schau mal hier, du musst dich an den wenden, hier, das ist der Aussteller des Bondes, der ist dafür verantwortlich. Das heißt, ein Bond ist sozusagen eine Absicherung eines anderen für einen etwas zu tun. Oder in dem Fall der Indemnity Bond, also der Versicherungsbond. Ja? Und da kann gleich auch mit drauf geschrieben stehen, welche Parteien begünstigt werden unter dem Bond im Schadensfall. Das sind die Begünstigten. Und die sind alle parallel begünstigt. Das ist nicht wie beim Wechsel oder bei der Promissory Note, beim Zahlungsversprechen, wo also eine konsekutive Begünstigung vorliegt. Also erst dann, wenn eine Partei das weitergibt an die nächste Partei, sondern es ist eine parallele Begünstigung. Das heißt, in einem Bond sind die Begünstigten alle gleichermaßen berechtigt. Und nun, es kann sein, dass eine Partei ein vorrangiges Recht hat. Das liegt aber nicht an dem Bond, sondern das liegt einfach daran, dass zum Beispiel ein Finanzamt als öffentliche Körperschaft immer ein vorrangiges Sicherungsrecht hat, ja, aufgrund solcher Tatsachen. Das liegt aber nicht am Bond selber. Ist das nämlich erfüllt, dann kommen alle anderen, je nach Sicherungsrang, natürlich gleichzeitig auch zum Zuge. So, das ist also der Bond. Und der wichtigste ist der Bond in Form eines Indemnity Bonds für uns, denn das ist sozusagen die Versicherungspolice. Und jetzt kann man sich auch überlegen, dass das wichtig ist, wenn man einen, ich greife da mal vorweg,
Sekretär der US Department of Treasury beauftragt, für einen bestimmte kommerzielle Dinge zu erledigen. Das heißt, der will einen Bond dafür haben. Und da wir von der privaten Seite her kommen, muss dieser Bond unbegrenzt sein. Warum? Weil im Privaten sind wir unbegrenzt haftbar. Oder andersherum, dadurch, dass der Bond unbegrenzten Wert hat, zeigt es, dass er privat ist. Und das ist wichtig. Denn mit dem Sekretär der Treasury, da wollen wir von der privaten Seite reinkommen. Wir wollen nicht, dass er diesen Bond nimmt und dann irgendwie weitergibt und endossiert. Und der unbegrenzte private Bond for Set-Off, ja, über den wir in der Zukunft sprechen werden, der ist privat. Und somit kann der nicht endossiert oder übertragen werden. Sondern das ist sozusagen ein privater Bond, wo ich sage, hör mal, du machst das für mich und wenn dabei ein Schaden entsteht an einer Drittpartei, dann hast du diesen Bond. Und dann kannst du ein Wertpapier erstellen, was abgedeckt ist von dem unbegrenzten Wert. Du kannst ein begrenztes Wertpapier erstellen und das sozusagen dann einlegen und sozusagen zu Geld machen, wenn man so will. Ja, oder zur Währung machen, wenn du das willst. Du kannst das. Oder aber du kommst zu mir und ich gebe dir einen begrenzten Bond. Und der ist abgedeckt durch den unbegrenzten Bond. Das heißt, der unbegrenzte private Bond, und das kann nur ein Mann oder ein Weib, beziehungsweise eine Frau herausgeben, nur die können das, ja, der kann nicht übertragen werden und hat deswegen unbegrenzten Wert. Aber damit er Wert hat in der Öffentlichkeit, muss auf diesen unbegrenzten Wert hin und wieder ein begrenzter Wert gezogen werden. Durch zum Beispiel ein zusätzliches kommerzielles Instrument. Ja, das ist also wichtig, dass man versteht, dass die unbegrenzte Haftung, das liegt im Privaten, das liegt bei Männern und Weibern, Frauen. Ja, die begrenzte Haftung ist in der Öffentlichkeit. Und wir müssen in der Lage sein, die Öffentlichkeit immer zu übertrumpfen in Bezug auf den Wert der Haftung, die wir übernehmen können. Denn können wir das nicht, dann sind wir Sklaven desjenigen, der die höhere Versicherungspolice hat. Da aber alles, was existiert, entweder direkt oder indirekt über Drittparteien, abhängig ist von der Verbriefung unserer Energie als Männer und Weiber, als geistig-sittliche Wesen, sind wir sozusagen immer letztendlich die Herausgeber aller Werte, auch bezüglich natürlich der begrenzten Werte in der Öffentlichkeit. Und ein Staat ist begrenzt in seiner Handlungsweise aufgrund der begrenzten Haftbarkeit, die er hat. Diese Personen, die da als Staatsanwälte und Richter tätig sind oder Politiker, die haben begrenzte Haftung. Das heißt, durch den Umfang der Haftung, die sie haben, sind sie begrenzt in dem, was sie tun können. Das heißt, wir haben eine begrenzte Regierung. Oder, ich meine, ich habe keine Regierung, weil ich das nicht als solche bezeichne. Ich regiere mich selber. Aber man könnte sagen, dass die sogenannten Regierungen dieser fiktiven Staatskonstrukte heute, die sind alle ewig. Und zwar aufgrund der Haftung, die sie übernehmen können. Und die Vereinigten Staaten zum Beispiel, die haben so viel Macht, weil sie sehr viel höherwertigere Versicherungspolicen bewilligt bekommen von der City von London, vom Vatikan. Ja, aufgrund dessen können die überall einmarschieren und ihre militärischen Aktionen starten. Das ist der Grund. Also eine natürliche Person, eine natürliche US-Person ist sehr viel mehr wert als eine deutsche oder bundesdeutsche Person. Und so haben die das limitiert. Aber auf der privaten Seite, Leute, da sind wir alle gleich. Da gibt es keinen Unterschied. Und so können wir also höherwertigere Bonds über die private Seite hereinbringen, über jemanden, der die annehmen muss. Und das ist natürlich zum Beispiel der Sekretär der US Department of Treasury. Oder auch mit anderen Worten der Internationale Währungsfonds, denn die US Department of Treasury ist ein Exekutivorgan.
des Internationalen Währungsfonds. Ja? Und die vertreten die öffentliche Geldpolitik, die vertreten das Schuldwesen, die operieren nach dem Bretton Woods Agreement. Und da gilt öffentliche Geldpolitik. So, das ist mal alles für heute. Sie sehen, das nimmt jetzt konkrete Reformen an und lassen Sie sich davon nicht abschrecken. Wir sprechen noch sehr viel genauer darüber, vor allen Dingen, wenn wir uns dann angucken, den Geburtenbond. Aber Sie sehen, es geht jetzt wirklich schnurstracks, geht es darauf zu, auf das Umgehen mit der Geburtsurkunde, mit dem Bond, mit dem Akzept, was für eine Funktion hat der Akzept bezüglich der Geburtsurkunde, was ist die Geburtsurkunde selber. Und da arbeiten wir jetzt schnurstracks drauf zu. Und das nächste Mal sprechen wir darüber, über die Freistellung und wie die in Bezug zu diesen verschiedenen drei kommerziellen Instrumenten steht, damit Sie auch mal ganz klar wissen, warum und wann überhaupt welche Dokumente am besten gegeben werden. Das heißt, da werden wir unmittelbaren Bezug dann herstellen. Gut. Dann widmen wir uns ein paar Fragen, die seit der letzten Sitzung aufgetaucht sind. Das sind nicht sehr viele. Also man muss sagen, es sind außerordentlich wenig und es ist ein bisschen verwunderlich, warum so wenig Fragen kommen in dieser schriftlichen Form. Aber gut, es ist das, was es ist. Jetzt, die Fragen, die gekommen sind, sind wirklich hauptsächlich von einem einzigen Kursteilnehmer, der hier gerne hätte, dass der Kursleiter Stellungnahme bezieht zu verschiedenen Diagrammen, die er gezeichnet hat. Und das ist sehr schwer, Stellung zu nehmen für den Kursleiter zu Diagrammen. Das liegt ganz einfach daran, dass Diagramme, so wie sie in der Regel gezeichnet werden, einen linearen Zusammenhang darstellen. Und der Zusammenhang aber tatsächlich holotropischer Natur ist. Und von daher ist das irreführend, und zwar in der Art und Weise, als es unendlich einschränkend ist, wenn man diese Abläufe, das was sozusagen den Menschen ausmacht und seine Einbettung in die Welt, in die kommerziellen rechtlichen Zusammenhänge, wenn man die also versucht durch ein Diagramm darzustellen. Das ist, natürlich kann das eine Hilfe sein für einen selber, wenn man sich über bestimmte Prozesse bewusst ist, aber es ist schwer dann für jemanden anderen, diese Diagramme korrekt zu interpretieren oder zu versuchen, die Gedankengänge des anderen nachzuvollziehen. Und jetzt bei diesem speziellen Diagramm ist das so, dass einfach noch eine ganze Menge an Informationen fehlt. Und deswegen das, was dargestellt wird, also unvollständig ist. Aber was der Kursleiter tun kann, ist, er kann noch einmal zusammenfassen, das, was in den Diagrammen dargestellt werden soll oder wovon er glaubt, dass das der Zweck des Diagramms ist. Und das ist zum Beispiel hier ein Diagramm zur Annahme. Wenn zum Beispiel eine Rechnung kommt, was passiert, wenn die Annahme zurückkommt oder wenn sie ignoriert wird oder Mahnungen kommen und so weiter und so fort. Jetzt ganz generell gesprochen, wer jetzt schon eine Annahme schreibt, bevor er den Kurs beendet hat und das mal ein bisschen hat Revue passieren lassen, der wird zwangsläufig auf Schwierigkeiten stoßen. Und das hat mit einer Vielzahl von Fakten zu tun. Das ist natürlich, dass der Status in der Regel nicht korrekt etabliert ist oder dass er zu früh etabliert wurde oder dass Dinge gemacht wurden, dass Schritt 1 und 2 gemacht wurden, obwohl die Schritte 3 und 4 noch nicht klar waren oder dass man versucht hat, Dinge rauszuholen, die Kastanien aus dem Feuer zu holen für Prozesse, die schon sehr alt sind und schon sozusagen in der Entehrung seitens des Kursteilnehmers sind, ja.
Das ist also ganz, ganz schwierig. Und man muss da sauber arbeiten im Kommerz. Man muss da wirklich sauber arbeiten. Und das ist eine Herausforderung für jeden Kursteilnehmer und eine Überforderung für jeden, der nicht an dem Kurs teilnimmt oder der ihn nicht bis zu Ende gemacht hat. Dann ist das eine Überforderung. Ganz gleich, wie viel man glaubt zu wissen. Denn der große Unterschied zwischen Wissen und Handeln ist, oder das, was man glaubt zu wissen. Wissen ist es eigentlich erst dann, wenn man etwas erfolgreich in eine Handlung umgesetzt hat. Und bei erfolgreich, damit ist natürlich gemeint, dass man etwas zu seiner eigenen Zufriedenheit gelöst hat. Was für den einen erfolgreich ist, mag für den anderen als erfolglos erscheinen. Ja, aber erfolgreich ist man dann, wenn man seinen Willen in die Tat umsetzen kann. Dann ist man erfolgreich. Mal ganz unabhängig davon, was das jetzt bei anderen oder Drittparteien bewirkt oder auslöst. Und erst dann, wenn man das getan hat, kann man sagen, man hat wirklich Wissen. Bis dahin ist es ein Konzept. Es ist ein Konzept und dieses Konzept versucht man vor allen Dingen das, was wir hier im Kurs lernen, diese Konzepte, die versuchen wir in unser Leben zu integrieren oder besser gesagt, sie auszugraben, denn sie sind da. Alle diese Konzepte sind da. Das sind keine künstlichen Dinge und Sachverhalte, sondern sie sind einfach aufgrund der Natur des Menschen, der Natur der Erde, der Natur der Welt sozusagen sowieso vorhanden. Und das einzige Problem, was da ist, ist, dass wir uns haben abbringen lassen und verführen lassen, auf Abwege bringen lassen bezüglich dieser Konzepte und uns also den Fiktionen hingegeben haben. Und die als das Einzige, was existiert, angenommen haben. Und das ist der große Fehler. Und jetzt das zu verbinden, um wieder zurückzukommen in das Private und vom Privaten aus zu operieren, mit unter Zuhilfenahme natürlich der Öffentlichkeit oder der öffentlichen Vehikel, die da zur Verfügung stehen, das ist natürlich die Schwierigkeit und das dauert seine Zeit. Also, jetzt aber mal, gehen wir mal ein auf hier die Freistellung am Beispiel eines Energiestromanbieters. Der Energiestromanbieter, der stellt den Strom auf Kredit her, der stellt die Energie auf Kredit her. Der bekommt also Kredit, der muss dann sich auch an eine bestimmte Lizenz halten. Das heißt, er muss bestimmte Garantien abgeben, er muss unter bestimmten Maßregeln des Staates operieren und die sind festgelegt in irgendwelchen Gesetzen, Energieversorgungsgesetze und so weiter und so fort. Und wenn er das tut, wenn er sich damit einverstanden erklärt, dann hat er Zugriff sozusagen auf dieselben Konzessionen bezüglich Kredite wie der Staat selber. Das heißt, der Energieversorger, vor allen Dingen hier spreche ich von den großen globalen Energieversorgern, die haben Zugriff sozusagen auf die Freistellung. Und sie haben nicht nur auf die Freistellung, sondern auf Kredite, die zu den gleichen Konzessionen laufen wie die Staatskredite. Und sie haben zusätzliche Möglichkeiten, mithilfe der Off-Ledger Securitization. Das heißt, die können die private Seite der Buchführung, also die Off-Ledger, sozusagen als Kollateral nehmen für bestimmte Darlehen. Und eigentlich ist das illegal, weil sie Zugriff haben auf die Staatskredite. Aber trotzdem, sie tun das. Das heißt, die haben immer die Möglichkeit, alles gegen alles zu ledgern. Das heißt, das sind Kreditkonzessionen, die so vorteilhaft sind, dass es dazu führt, dass sie die Kredite zurückzahlen müssen. Denn der Staat stellt ihnen diese zur Verfügung. Was sie aber zahlen müssen, sind die Zinsen. Ja, also die Zinsen müssen sie sozusagen zahlen. Aber die Zinsen, wie wir das wissen aus der doppelten Buchführung, alles ist heute schon ausgeglichen. Und die Dinge werden deshalb getrennt, weil wir auch als Männer und Weiber sozusagen zwei Hüte tragen, einmal den privaten, einmal den öffentlichen. Auf der öffentlichen Seite sind hier die Accounts Receivables, die Accounts Payables und auf der privaten Seite die Accounts Receivables, das heißt das, was uns zusteht.
Und die Elektrizitätsfirma, die hält die Accounts Receivables für die Kunden auf der privaten Seite, in den Offlächern. Und wenn also eine Rechnung kommt, dann ist es die Rechnung für die Zinsen. Das sind Zinsen. Und die Rechnung stellt einen positiven Wert dar. Das heißt, es wird einem etwas zugeschrieben. Es ist eine Rechnung. Es ist keine Forderung zunächst mal, sondern nur eine Rechnung. Ja, das ist ein Buchhaltungsakt, diese Rechnung. Und dieser Betrag, der da draufsteht, das ist das, was einem zusteht. Das sind die Zinsen, die die Firma einem zuschreiben muss, weil sie letztendlich auf Staatskredite zurückgegriffen hat, die der Staat verwaltet oder besser gesagt die internationalen Banken aufgrund der Tatsache, dass der Staat die Geburtsurkunden oder die Körper der Menschen sozusagen kollateralisiert hat, sind es die internationalen Banken, die eigentlich diese Freistellung halten, wirklich. Und das heißt, wenn eine Elektrizitätsfirma oder ein Staat einen Kredit bekommt, dann greifen die in einen Pott rein, der sowieso da ist. Und wenn jetzt also der Kunde die Rechnung bekommt oder die Person, die Kundenperson die Rechnung bekommt, dann ist das eine Zuweisung der 1.000 Euro Zinsen, wenn man das von der privaten Seite aus sieht. Auf der öffentlichen Seite sieht man es so, ist es eine Verbindlichkeit. Von der privaten Seite ist es eine Zuweisung. Und das hebt sich natürlich auf. Genauso wie das bei der Elektrizitätsfirma bereits aufgehoben ist, aufgrund der Tatsache, dass sie in den Ledgern, dass da diese 1.000 Euro, bei denen auf der öffentlichen Seite sind es die Accounts Receivables, also das heißt diejenigen Konten, die bezahlt werden müssen, aber auf der privaten Seite halten sie die Accounts Payable, also das, was sie bezüglich dieser Verbindlichkeit zu bezahlen haben oder auszugleichen haben. Und bei uns dreht sich das dann um, wenn wir die Rechnung bekommen. Bei uns ist das auf der öffentlichen Seite nicht die Accounts Receivables, sondern die Accounts Payables. Aber auf der privaten Seite sind es die Accounts Receivables, nämlich das, was uns eigentlich zusteht. Und da sieht man, für jede einer solchen Rechnung hat man insgesamt schon mal 4 Buchungen, die sich aber in jeder Hinsicht, diagonal und vertikal und horizontal, in jeder Hinsicht neutralisieren. Und der einzige Trick ist, wie kriegt man das so hin, dass das auch wirklich neutralisiert wird, ohne dass Euro bezahlt werden müssen. Denn die Bezahlung in Euro ist nicht notwendig, überhaupt nicht notwendig, um einen Ausgleich herzustellen, der eigentlich schon längst da ist. Er ist nur nicht vollzogen. Er ist auch in den Büchern nicht vollzogen, aber wir sehen aufgrund der Veranlagung der doppelten Buchführung, dass eben der Ausgleich vorhanden ist. Und das ist natürlich die Annahme der Zinsen. Man nimmt die an. Man bezahlt die nicht. Man gleicht die nicht aus, sondern man nimmt die Zinsen an und überstellt diese zurück in Form der Annahme an den Energieversorger. Mit anderen Worten, man hat dem Energieversorger jetzt die Autorisierung gegeben, die Accounts Payable, also die Verbindlichkeit des Energieversorgers, zu verrechnen mit der Forderung des Energieversorgers direkt und sozusagen das zu einem Abschluss zu bringen, das nennt man die Summary Adjustments, in Intermediate Accounting. Das sind die Summary Adjustments. Wir gehen da später nochmal genauer drauf ein. Und damit müsste die Sache erledigt sein. Der Grund, warum das in der Regel von den Energieversorgern zurückgewiesen wird oder besser gesagt ignoriert wird, ist ganz einfach deswegen, weil sie sozusagen da erwischt wurden mit ihren Händen in der Keksdose. Und was können sie da groß zu sagen? Sie sagen gar nichts dazu. Sie ignorieren das. Und diese, wie alles andere auch im System, sehr genial eingerichtet ist, so ist auch das Ignorieren der Annahmen ein genialer Streich.
aber nicht nur für den Energieanbieter, sondern auch für denjenigen, der die Annahme geschickt hat. Es ist alles stillschweigend geregelt worden. Aber auf der öffentlichen Seite hat der Stromanbieter eben noch einen Trumpf in der Hand. Und das ist der Vertrag. Das ist wie mit einem Kreditvertrag mit der Bank oder einem Hypothekenvertrag. Der Stromanbieter hat noch einen Vertrag. In dem Moment, wenn man den Strom beantragt oder einen Antrag stellt auf Stromlieferung, in dem Moment gibt man dem Stromanbieter Autorisierung, sozusagen die Freistellung des Einzelnen zu beziehen. Wie sie das genau tun, was da die technischen Hintergründe sind, das spielt überhaupt keine Rolle. Da sollte man sich hier nicht im Detail verlieren, denn sonst fängt man an, diese Details zu argumentieren und man kennt sie gar nicht genau, man weiß nicht genau, wie das läuft. Und dann sehen die, dass man da also wild spekuliert. Also das spielt überhaupt keine Rolle. Man muss das holotropisch sehen und ganz einfach sagen, hört mal, ihr könnt gar nichts tun ohne unsere Energie. Und deswegen seid ihr die haftbaren Parteien und ihr müsst uns den Strom sowieso liefern. Was ihr wollt, ist, ihr wollt noch zusätzlich davon profitieren. Ihr wollt zusätzlich noch Wert abziehen von uns. Wir leisten schon die Arbeit, bekommen dann nur 50% des vereinbarten Lohnes in der Öffentlichkeit und dann kommt ihr nochmal daher und wollt, dass wir nochmal zahlen. Das ist Plünderung. In dem Moment, wo man gezwungen wird, das so zu bezahlen. Vorher nicht. Vorher ist es eine Unannehmlichkeit und eine Komplikation. Aber eine Plünderung wird es erst dann, wenn man tatsächlich gezwungen wird zu zahlen. Das heißt, wenn die Stromfirma das Geld einfach abhebt vom Konto oder wenn der Gerichtsvollzieher kommt und Bargeld mitnimmt von zu Hause. Ja, das ist dann wirklich Plünderung. Wenn man gezwungen wird, unter Androhung von Gewalt, das erst dann ist das wirklich Plünderung. Also das ist der ganze Zauber dahinter. Das ist wirklich ganz, ganz einfach. Nun, die Schwierigkeit entsteht darin, wenn die das einfach ignorieren und gar nichts tun, sondern einfach ihre Forderungen weiterstellen. Und das ist keine Schwierigkeit, die die haben, sondern das ist eine Schwierigkeit, die sie dann haben als Kursteilnehmer. Nämlich, was mache ich jetzt als nächstes? Und natürlich ist das eine Entehrung. Und eine Entehrung kann man auch wieder für Wert annehmen. Aber letztendlich muss man dieses ganze Verfahren, das Konto und so weiter, in die Liquidierung schicken. Und wie man das dann macht, das wird unsere letzte Sitzung sein im Kurs. Das ist sozusagen eine Treasury-Liquidierung durch die US Department of Treasury, die dann diese Konten international liquidiert. Und dann haben die Stromanbieter das Nachsehen, denn dann verlieren sie alles, auch die ganzen Verbriefungen der Off-Ledger, also die Off-Ledger-Finanzierung, die geht dahin, die Securities, also die Accounts Receivables, die auf der öffentlichen Seite sozusagen verbrieft wurden oder als Investmentpapiere oder Derivate angeboten werden, gehen dahin, die Anleger, die Aktienhalter in dieser Stromfirma werden verärgert sein. Also das hat eine ziemlich große Konsequenz. Es gibt auch eine andere Möglichkeit, dass man eben eine Verbindlichkeitserklärung macht. Da sprechen wir auch noch drüber, dann wie das genau geht. Aber in der Regel braucht man Verbindlichkeitserklärungen und auch sogar Liquidierungen. Nicht, wenn man die Dinge von vornherein korrekt aufzieht. Also wirklich mit dem Keller anfängt des kommerziellen Hauses und nicht mit dem Dach oder mit dem ersten oder zweiten Stock. Ja? Also das ist, was da wirklich passiert. Jetzt ist der Staat eine Treuhand oder Verwaltung? Er ist beides. Ein Staat ist immer eine Treuhandverwaltung, denn er verwaltet das Vermögen des Volkes. Das Vermögen des Volkes ist die Arbeit. Mit anderen Worten, das Vermögen, was der Staat verwaltet, sind die Körper selber. Denn nur Arbeit schafft Wert. Und natürlich heute hochfrequente Handelsprogramme, die sozusagen aber auch wieder das auf dem Rücken des einzelnen Menschen austragen.
ja, und da bis in die Unendlichkeit hin dessen Wert übersteigern und überstrapazieren. Und er dann aber trotzdem haften muss mit immer höheren Steuern, immer mehr Abgaben, doppelt und dreifach für alles bezahlen muss. Dann wirklich bezahlen muss. Ja, was eigentlich gar nicht mehr erlaubt ist. Das Bezahlen, das Ausgleichen ist notwendig, aber nicht das Bezahlen. Und das heißt, die Körper des Menschen, die leisten können, sind sozusagen das Treuhandgut. Die Rest in der Treuhand, in der Verwaltungstreuhand. Jeder Staat ist heute ein Verwalter des Volksvermögens und hält es somit in Treuhand. Und wenn das nicht genau definiert ist, für jeden Einzelnen übrigens, bezüglich jeder einzelnen Definition, dann machen die damit, was sie wollen. Sie stecken das in die Rüstung oder in Chemtrails oder was auch immer. Alles Mögliche wird da getan, weil wir nicht verstehen, wie das System wirklich operiert und denken, es ist ein politisches System, aber Politik ist nur zum Perception Management. Darüber hatten wir in der zweiten oder dritten Sitzung gesprochen, denke ich, als wir über Sanche gesprochen hatten. Es gilt, Politik ist nur zum Wahrnehmungsmanagement, zur Verwaltung der Wahrnehmung derjenigen Körper, die sozusagen als das Volkseigentum gelten. Ja? Und das ist Politik. Deswegen kann man sich in keiner Weise auf irgendetwas verlassen, was ein Politiker von sich gibt. Man weiß nicht mal, ob er es von sich gegeben hat, weil es über die Medien weitergeleitet wird. Man weiß nicht, ob das wirklich der Twitter-Account eines Politikers ist. Man weiß diese Dinge alle nicht. Leute, das Spiel ist gezinkt. Die Karten sind gezinkt, die Würfel sind gezinkt. Das sind keine Laplace-Würfel, sondern das sind Würfel, die nach Belieben so fallen, wie sie denjenigen, die hinter diesen Verwaltungskonstrukten stehen, am besten passt. Okay, die Karten sind gezinkt. Und wenn man weiß, man nimmt an einem Spiel teil, wo die Würfel und die Karten gezinkt sind, dann muss man sich überlegen, was man tut. Und normalerweise wäre es klug, dass man gar nicht erst spielt, denn da zu gewinnen wäre eine reine Glücksangelegenheit. Man spielt also nicht. Man spielt nicht mehr so mit. Und diese Möglichkeit hat jeder heute auch. Er braucht nicht mitspielen. Ja? Und das tut er, indem er ganz klar sagt, in welcher Position er ist, in welcher er sein will, in welcher er ist. Und er hält sozusagen das Naturrecht und das damit verbundene Kommerzrecht nach dem neuen Paradigma des Neuen Testamentes aufrecht und sozusagen macht die anderen haftbar, die darauf bestehen, dass man an einem Spiel teilnimmt, was mit gezinkten Würfeln gespielt wird. Das ist der Trick. Okay? Und da muss man klug sein. Das heißt, es ist ein Spiel und man muss klug sein. Sie können nicht erwarten, dass ihnen irgendjemand irgendetwas heute schenkt oder nachlässt in seinem Druck. Auf was sie vertrauen können, ist, dass niemals mehr von ihnen gefordert wird, als sie wirklich leisten können. Das heißt nicht, dass sie nicht hier und da leiden werden, dass sie durch schwierige Situationen hindurch müssen, aber es wird von keinem mehr gefordert, als das, was er wirklich geben kann oder was er durchstehen kann. Darauf muss man Vertrauen haben. Denn dieses Spiel, dieses fiktive Spiel mit gezinkten Karten und Würfeln, das ist im Grunde genommen in dem Moment vorbei, wo derjenige, der zum Spielen scheinbar gezwungen wird, erkennt, dass es ein Spiel mit gezinkten Karten oder Würfeln ist. Und das, darüber sind die sich voll bewusst. Das Einzige, was die versuchen können, ist zu sehen, wie viel Druck können sie aufbauen, dass sie anfangen, Fehler zu machen, nachlässig zu werden oder einfach einzuklicken und nachzugeben. Das ist der Trick. Und da sehen Sie in dem Moment, wo Sie nicht an dem Spiel in der von denen gewünschten Art und Weise teilnehmen, mit anderen Worten Ja und Amen zu Ihrer eigenen Sklaverei sagen, in dem Moment
haben sie keinen Schutz mehr. Und was ist das anderes als jemand, der im Wilden Westen sein Stück Land verteidigt gegen Räuber und Diebe? Es ist nichts anderes. Es hat sich gar nichts geändert. Schutz wird ihnen nur dann gewährt, heute, wenn sie mitspielen, an dem Spiel mit gezinkten Karten und Würfeln. Dann haben sie einigermaßen Schutz. Aber auch das verschwindet immer mehr und das auch wird immer mehr belastet und wird zu einer großen Belastung dadurch. Das merken sie ja, denn das ist offensichtlich, sonst fingen die Menschen nicht an, sich heute zu wehren gegen diese Art von Ausbeutung, die sie ja innerlich fühlen und wahrnehmen, aber nicht genau wissen, wie sie dann in der rechtlichen Welt das dann auch geltend machen können. Also, das muss man einfach erkennen. Es ist ein System und es spielt mit gezinkten Karten und Würfeln. Und das sind nicht die Politiker, die dafür verantwortlich sind, die sind nur das Sprachrohr, die sind verantwortlich für das Perception Management. Und wenn die nicht spuren und ihre Rolle spielen in diesem Spiel mit gezinkten Karten und Würfeln, dann kriegen die eins aufs Dach oder verschwinden oder werden abgewählt oder schlimmer. Wenn sie zu harsch operieren. Also, jeder hat seinen Platz heute in der Gesellschaft, auch der Politiker, und der tut einfach das, was ihm gesagt wird. Und wenn er glaubt, er hat irgendetwas zu sagen, aus eigener Kraft heraus, wie das passiert hin und wieder natürlich, dann wird er also als Gefahr gesehen. Oder aber auch als erlaubte Stimme der Bewusstseinswertung. Sozusagen als jemand, der Öffentlichkeit bekannt gibt, was der Plan ist. Und das muss ja immer eigentlich vorliegen. Ob das jetzt bei Hollywood-Filmen geschieht oder anderweitig, spielt keine Rolle. Also daran müssen Sie sich gewöhnen, an diesen Gedanken. Und alle Möglichkeiten, die Sie haben, müssen Sie klug nutzen können. Dazu gehört auch die Möglichkeit, dass man sich zur rechten Zeit, wenn es nicht anders geht, auch ergibt. Und nicht dann anfängt er weiter um sich zu treten und um sich zu schlagen und dann sozusagen wirklich schlimmen Schaden erleidet. Oder dass sie sagen, nun, ich gehe für meine Überzeugung ins Gefängnis, dann sind sie ein Märtyrer, das hat auch seinen Wert, aber sie sollten diesen Schritt bewusst tun und nicht aus Trotz, sondern einfach sagen, ich tue das. Ganz einfach, um einen Leidensweg zu beschreiten, der in der Zukunft Früchte tragen wird. Und jeder Märtyrer leidet für die Zukunft. Das ist niemals umsonst, wenn er das für die richtigen oder aus den richtigen Motivationen tut, nämlich die Welt einen besseren und guten und liebenswerteren Platz zu machen. Einen gerechteren Platz zu machen vor allen Dingen auch. Und Sie können mir glauben, dass von Ministern bis hin zu Politikern, Polizisten, auch Bankiers, sich immer mehr das Gewissen regt und Richtern. Und alle sind sie gefangen in dieser Mühle des Spiels mit gezinkten Karten und wollen nicht ihr lukratives Einkommen pro Monat aufgeben. Ja, aber irgendwann werden sie Stellung und Seite beziehen müssen. Und das passiert erst dann wirklich, wenn es wirklich in den Eklat kommt. Erst dann beziehen die Menschen wirklich Stellung und die Seite. Also, das ist die Situation. Und von daher dürfen Sie niemals einfach glauben, dass die andere Seite das, was Sie denen sagen, einfach tun wird und hinnehmen wird und so machen wird, wie Sie das wollen. Es sei denn, Sie zwingen deren Hand durch administrativ-kommerzielle Prozesse. Nicht durch Bedrohungen, sondern Sie stipulieren, sie kündigen an und sie ziehen das durch. Und denken Sie immer daran, dass alles, was daherkommt, ob das vom Staatsanwalt ist oder von der Stromfirma, es ist alles ein Angebot der Zinsen. Es ist alles ein Angebot. Der Staatsanwalt sagt, sie zahlen 7.000 Euro wegen versuchter Nötigung. Das ist ein Angebot. Das heißt, der Staatsanwalt will Kredit haben von ihrem Freistellungskonto.
Und das heißt, man geht in einem Strafverfahren nicht anders um, als mit jedem anderen Zivilangelegenheit auch. Eigentlich gibt es nur zivile Sachen. Es gibt nur die Schulden sind immer ziviler Natur. Und der Staatsanwalt kommt daher und drückt einem Schuld von 7.000 Euro rein. Nein, er bietet einem 7.000 Euro an Zinsen an. Und wenn man die ablehnt, dann sagt man sozusagen, der Staat hat gelogen und er hat betrogen und der Staatsanwalt hat hier das Kapital gestohlen. Und das geht nicht, das lassen die nicht auf sich sitzen. Ja. Aber ist das jetzt eine leichte Sache, die man einfach tun kann, wenn man daran gewöhnt ist, dass man glaubt, hier ein Strafverfahren weil man eine kriminelle Handlung begangen hat, weil man ein schlechter Mensch ist oder man hat Angst vor dem Gefängnis oder und so weiter, ja, dann sieht man ja doch das, was der Staatsanwalt da vorbringt, nicht als Angebot, sondern als Bedrohung. Und solange man das als Bedrohung sieht, ist man noch nicht so weit, dass man sagen kann, man kann die kommerziellen Prozesse erfolgreich durchsetzen. Ja, also entweder sagen Sie, okay, ich sehe das oder empfinde das zwar als Bedrohung, aber wir müssen das kommerziell regeln können und Sie legen sich da ins Zeug und regeln das und mit dem Staatsanwalt stipulieren die entsprechenden Haftungen und ziehen das auch durch bis zum Ende, ganz gleich, was für Geschütze Sie da auffahren. Oder aber Sie geben nach und fangen an zu argumentieren. Ja, das ist immer der ultimative Test. Ja, aber die klagen uns dann wegen Nötigung an. In dem Moment, wo ich den Satz höre, ist alles, was Sie vorher getan haben, zum Fenster raus. Ist alles, was Sie vorher getan haben, kommerziell, zum Fenster raus, in den Wind geschossen. Weil Sie tatsächlich doch nicht den Kommerz und die wirklichen, tatsächlichen Gegebenheiten, wie sie heute sind, innerlich wirklich verstanden und aufgenommen haben. Sie haben plötzlich wieder Angst. Das heißt, da wird wieder ein Programm aktiviert in ihrer Wahrnehmung, welches eigentlich keine Realität hat, sondern eine Scheinrealität darstellt und somit dann tatsächlich zur Realität wird, weil sie entsprechend handeln. In dem Moment, wo sie Angst haben davor, dass der Staatsanwalt sie wegen Nötigung anklagt, oder er das tatsächlich tut und sie das auch so formulieren, in dem Moment müssen Sie sehen, dass Sie noch nicht in der Lage sind, auch nur einen einzigen Akzept zu schreiben. Ja? Vielleicht sehen Sie immer mehr die Bedeutung davon, was es bedeutet, dass der Sieg liebt, die Vorbereitung. Das heißt, man muss wirklich sich gut vorbereiten innerlich. Und es geht. Es ist kein einfacher Weg. Aber nichts ist heute einfach. Ja, und die beste Wahl ist, wenn die Schwierigkeiten, durch die man sowieso hindurch muss, wenn die im eigenen kontrollierbaren Umfeld passieren, das heißt, ich verändere meine Wahrnehmung, ich versuche wirklich die Konzepte hinter dem, was da passiert, zu begreifen, dann findet das in meinem Hintergarten statt, auf meinem Stück Land sozusagen, anstatt dass ich versuche, mich zurechtzufinden, oder meine Wahrnehmung anzupassen an das, was der andere sagt und denkt, denn dann findet das Ganze in seinem Hintergarten statt. Ja? Schwierigkeiten werden die Menschen heute so oder so bekommen. Und diejenigen, die nichts tun und unbewusst bleiben, die werden an Krankheiten heute erkranken, weil sie nicht wirklich verstehen, was da Platz greift. Sie werden sich ständig das Fell über die Ohren ziehen lassen, sie werden viel verlieren. Und wenn sie mal nicht mehr gebraucht werden, dann werden sie einfach kommerziell gesehen vom Bus geworfen und landen dann irgendwann bei Hartz IV. Also, das sind klare Worte heute. Aber damit will ich noch einmal wirklich die Wichtigkeit betonen, dass man nichts tun kann, bevor man wirklich zweifellos handeln kann. Okay, das ist kein Rezept hier, was Sie anwenden und dann
werfen sich die anderen mit angstverzerrtem Gesicht hinter das Sofa und lassen sie gewähren. Nein, so ist es nicht. Die werden sie herausfordern, bis sie ein- oder zweimal wirklich etwas durchgesetzt haben. Und dann werden sie in Ruhe gelassen, zumindest für eine Zeit lang. Vielleicht versuchen sie es dann irgendwann nochmal ein paar Jahre später, aber das ist dann auch kein Problem. Also das ist das, was passiert wirklich. Und versuchen Sie das jetzt nicht in einen linearen Gedankenprozess hineinzupressen, was da passiert. Denn dann berauben Sie sich unendlich vieler Möglichkeiten. So, das andere Diagramm war bezüglich einer Rechnung, was passiert. Wir sprechen da nochmal drauf. Es ist korrekt, man muss die innerhalb von 24 Stunden annehmen. Man nimmt die Zinsen an und wir sprechen noch über Endorsamente, da sage ich jetzt nichts zu, weil das ist noch nicht im Kurs. Und es kommt ein Anschreiben dazu, das ist auch korrekt. Und jetzt ist natürlich, was stipuliert man? Ja, was stipuliert man? Das Ganze ist immer ein administrativer Prozess. Alles wird heute geregelt in Form von administrativen Prozessen. Alles. Okay? Alles wird heute geregelt mittels des Vehikels, des administrativen Prozesses. Und was das ist, das haben wir jetzt schon erklärt, hinreichend genug. Es wird etwas stipuliert, dabei wird eine Frist gesetzt, dann kommt eine erste Erinnerung, zweite Erinnerung und dann, wenn die zweite Erinnerung erfolglos oder fruchtlos, sagt man dazu, verstrichen ist, dann ist die andere Partei im Verzug. Ja? Also es wird immer alles in Form administrativer Prozesse gemacht. Das würde ich auch heute immer mit dem Akzept machen. Gut, vielleicht ich heute nicht mehr immer. Ich weiß heute, dass es genügt, wenn ich einen Akzept hinschicke und die wissen schon, was passiert, wenn sie das nicht verrechnen. Das heißt, bei mir genügt ein einziges Schreiben. Okay, und das sollte das Ziel sein, dass das irgendwann genügt ist. Die verstehen, wer man ist und was man tut. Okay? Aber das darf nicht bedrohend sein. Okay, aber in der Regel muss man anfangen, diese Dinge zu tun mit sauberen administrativen Prozessen. Also man kann alles heute mittels eines administrativen Prozesses durchsetzen. Eine Erklärung unter Eid wird in Form eines administrativen Prozesses geltend gemacht oder rechtlich, rechtskräftig gemacht. Genauso der Akzept. Okay? Akzept, Erklärung unter Eid, alle diese Dinge sind Dinge für sich selber. Sie stehen für sich selber. Und sie werden durchgesetzt mit Hilfe eines administrativen Prozesses. Das heißt, der administrative Prozess ist separat von der Erklärung unter Eid und der Annahme. Es ist separat. Es ist nur das heute notwendige Vehikel im Konkurs, weil man sagt, es ist zu aufwendig, dass man sich immer die explizite Zustimmung holt. Man stipuliert etwas und es gilt das Prinzip, wenn der andere nicht dann spricht, wenn er sprechen muss, um einen Rechteverlust von sich abzuwenden, dann gilt das als wie wenn er zustimmt. Er hat also keinen Einwand, er hat ihm nichts entgegenzusetzen. Ja? Und deswegen muss alles so formuliert werden, dass man einen Vorteil zieht aus dem Schweigen des anderen. Und ganz offensichtlich muss er sich darüber im Klaren sein, dass das ein rechtlicher Nachteil für ihn bedeutet und er wird deshalb sprechen. Oder auch nicht. Und wenn er nicht spricht, wenn man das korrekt formuliert hat und er spricht nicht, wenn die Stipulierungen korrekt sind und er spricht nicht, dann hat er Ja gesagt zu dem, was passiert. Jedes Gericht macht das. Sie wurden verklagt, Sie haben 14 Tage Zeit, einen Einspruch oder Widerspruch einzulegen bei Gericht, verstreicht die Frist ohne einen Einspruch oder Widerspruch, dann mag es zu einem Versäumnis, dann mag ein Versäumnisurteil gehen. Da sehen Sie, das ist der administrative Prozess in seiner ganzen Kürze und Würze. Also halten Sie diese Dinge separat. Der administrative Prozess ist das Vehikel, mittels welcher heute die verschiedenen anderen Dinge durchgesetzt werden. Ja? Es ist wie das Fahrzeug.
Und den kann man natürlich bis auf die Grundprämissen, eben Originalvorlage, erste Erinnerung, zweite Erinnerung und dann Verzug, kann man den so gestalten, wie man das will. Man kann alles stipulieren, aber es darf nicht übermäßig bedrohlich sein oder nicht sachbezogen sein oder sich auf Dinge beziehen, die gar nicht Gegenstand eines Schlichtungsverfahrens sind, denn das Ganze ist ein Schlichtungsverfahren. Und es zielt ab auf das Einverständnis des anderen. Und da sehen Sie, dass letztendlich dieses Spiel mit gezinkten Karten und Würfeln gespielt wird mit dem Einverständnis derjenigen, die sozusagen getäuscht werden. Es ist mit deren Einverständnis, weil sie nie wirklich etwas rechtlich relevant oder kräftig genug dagegen sagen oder tun. Das ist der Grund. Ja, und so sehen Sie, dass sozusagen die ganze Last wirklich auf ihre eigenen Schulter fällt. Und dass sie nicht davon ausgehen können und auch gar nicht das Recht haben, ja, anzunehmen oder von anderen zu fordern, dass die ihre eigenen, dass die sozusagen ihre Kartoffeln aus dem Feuer holen. Das ist nicht die Aufgabe eines anderen. Das ist ihre eigene Aufgabe, nicht die Aufgabe eines anderen. Ja? Denn wenn man sich immer auf andere bezieht oder verlässt oder deren Hilfe will oder braucht, weil man es selber nicht schafft, dann ist man gar nicht in der Lage, diese Prozesse zu tun. Dann ist man nicht in der Lage, ein selbstständiges Leben zu führen, was frei von Kontrolle ist und nur sozusagen nach dem eigenen Rechtskreis gestaltet wird. Ja, das sind bittere Erkenntnisse, aber das ist so. Ja, also, überlegen Sie sich das gut. So, jetzt gibt es gezieltere Fragen dazu. Was macht man, wenn eine Annahme zurückgeschickt wird? Sprechen wir noch in der Zukunft drüber. Aber wenn die wirklich zurückgeschickt wird, dann passiert das in der Regel nur, weil ein Defekt drauf ist. Also wenn jemand wirklich eine Annahme zurückschickt, dann muss man sich das genau angucken. Das passiert äußerst selten. Also ich habe davon nicht viel gehört und in der Regel werden die wohl angeblich ignoriert. Aber das ist auch eine falsche Interpretation. Sie werden angenommen. Aber wenn sie zurückgeschickt werden, werden sie abgelehnt. Und eine Ablehnung eines kommerziellen Instrumentes kann nur dann stattfinden, wenn ein Defekt drauf ist. Das heißt, die Annahme muss einen Defekt aufweisen. Ja? Oder ein falsches Konto beziehen oder sowas in der Art. Nur dann werden die zurückgeschickt. Also, wenn eine zurückgeschickt wird, dann muss man sich angucken, was der Grund dahinter sein kann. Und wenn eine korrekte Annahme zurückgeschickt wird, naja, da sind die schön dumm, dann schickt man sie nochmal hin und sagt, hier nochmal, gebe ich Ihnen das zweite Mal die Gelegenheit, das anzunehmen. Ansonsten setze ich sie in den Annahmeverzug. Ja, dann sagt man, er hat meine Heilung, die vorgeschlagene Heilung, abgelehnt und aus diesem Grund ist er im Annahmeverzug und aus diesem Grund muss die Schuld sozusagen entschuldet werden. Das könnte man, wie gesagt, oder sagen wir so, nicht das könnte man, sondern ich würde das dann vor Gericht geltend machen unter dem Prinzip des Annahmeverzuges. Ja, mit Hinweis auch auf indossable Papiere. Aber das ist wirklich Zukunftsmusik. Das hat jetzt hier mit dem momentanen Kursstatus nichts zu tun. Ja, das kommt in der Zukunft. Darüber sprechen wir in der Zukunft. Dann nächste Frage, wie bringt man seine Angelegenheit als Mann, Weib, sowie als Person vor Gericht? Als Mann oder Weib bringt man, kann man nichts vor Gericht bringen heutzutage, es sei denn, man ist in speziellen Kammern vielleicht eines Oberlandesgerichtes, aber dazu kann ich jetzt auch nicht sagen, wirklich. In der Regel braucht man immer eine Fiktion, eine Art von Person, die dazwischen geschaltet ist, entweder eine natürliche Person oder eine juristische Person, oder eine Person eines anderen Rechtskreises, wie zum Beispiel ein Sicherungsnehmer und so weiter, ja. Als Mann oder Weib kann man per Erklärung Dinge geltend machen. Das heißt, man kann durchaus Erklärungen unter Eid reinbringen, privater Natur, dem Richter vorlegen und ihn fragen, ob er die hat. Und wenn er das Verfahren dann nicht einstellt,
dann ist er wirklich dumm. Oder sagen wir ausgesprochen klug, ausgesprochen schlau. Okay, aber wenn man eine gute Erklärung unter Eid sozusagen ins Gericht reinbringt und zwar dem Richter schickt für seine Akte, ja, dann kann er nichts sagen. Dann muss er dem nachgeben. Und das muss natürlich sprachlich korrekt sein. Das muss auch punktbezogen sein. Und kann sehr kurz sein, muss nicht lange sein. Und dann wird sozusagen übertrumpft hier die Substanz, die Fiktion. Und der Richter weiß, er kann nichts tun. Er kann mit der Fiktion nichts tun. Er muss das Verfahren fallen lassen. Schließen, einstellen, vertagen auf unbegrenzte Zeit oder sonst irgendwie so etwas. Ja. Aber ansonsten kann man als Mann oder Weib, man kann nicht, wenn man als Person verklagt wird, als Mann oder Weib reinkommen und sagen, ich bin hier Mann oder Weib. Sagt der Richter, ja, für wen sind Sie denn heute da? Wer sind Sie? Ja, ich bin hier für die Person heute da. Aha. Ja, und ich teile Ihnen mit, stellen Sie das Verfahren ein oder widerlegen Sie die Erklärung unter Eid, die Sie in Ihrer Akte vorliegen haben. Das heißt, dann kommt man rein und gibt Anweisungen an den Richter. Ja, das ist eine Möglichkeit. Aber auch da muss man wirklich wissen, wer man ist und muss auch die administrative Seite korrekt abgeschlossen haben. Das heißt, Erklärung unter Eid mit unbegrenzter Haftung dem Richter überstellen. Da erklärt man, was der eigene Status ist oder was man erreicht hat. Ich würde vielleicht das Wort Status sogar vermeiden. Wir verwenden das immer, die Statuserklärung. Aber Status ist ja auch ein lateinisches Wort und ist Rang eigentlich. Ja? Und als Mann oder Weib hat man keinen Rang gegenüber anderen Männern oder Weibern. Da sind wir ja eh alle gleich. Sondern einen Rang kann man nur innerhalb eines Rechtskonstruktes wirklich haben. Also vielleicht ist da das Wort Status auch gar nicht mal wirklich so gut. Aber ansonsten, wie bringt man Dinge als Person vor Gericht? Dazu kann ich gar nichts sagen, jetzt per se. Wenn Sie eine Vorstellung haben, wie Sie das machen wollen, dann vereinbaren Sie eine Einzelsitzung und dann kann der Kursleiter Kommentare dazu abgeben, ob er das auch so machen würde oder ob er da vielleicht Dinge etwas anders machen würde. Ja, aber so generell kann er dazu nichts sagen, denn er kann ja auf gar keinen Fall hier eine Art von Rechtsberatung geben, die sich auf die öffentliche Seite bezieht. Frage, wie macht man eine Verbindlichkeitserklärung? Dazu kann er jetzt noch gar nichts sagen. Das kommt erst in der Zukunft und bezieht sich erst einmal hauptsächlich dann auf die Person, die man im Kommerz generell verwendet. Verbindlichkeitserklärungen sind sehr heiße Eisen und wie gesagt, wenn man die Dinge gut aufgesetzt hat von vornherein, braucht man sehr wenige davon. Hin und wieder braucht man sie. Aber in der Regel nicht, wenn die Dinge gut laufen. Und wenn man diese tut, dann muss man wirklich wissen, was man tut. Denn sonst schießen die nach hinten los. Die gehen nach hinten los, die Verbindlichkeitserklärungen. Wenn man da nicht aufpasst und genau weiß, was man tut. Ja. Also, wie gesagt, sich Zeit nehmen. Steht aber noch auf Aufnahme. Soll ich mich nochmal neu einwählen? Nee, lass mal. Ja, oder? Ich weiß nicht, ob du raus bist oder er raus ist. Moment. Nee, ich bin noch drin. Ich bin ja, da scheint meine andere Verbindung hier jetzt den Geist aufgegeben zu haben. Na gut, also ich weiß nicht, ob Sie das letzte noch gehört haben, sich wirklich Zeit nehmen mit diesen Dingen und nicht zu schnell mit den Verbindlichkeitserklärungen daherkommen. Denn die sind wirklich nur dann notwendig, wenn eine ganze Reihe von den eigenen Heilungen sauber vorgeschlagen und von der anderen Seite entehrt wurden. Und da darf man dann auch nicht mit einem übermäßigen Wert reingehen. Aber da sprechen wir in der Zukunft noch drüber. Das ist wirklich ein zukünftiges Thema, ganz für sich. Gut, dann gehen wir ein bisschen ins offene Gespräch. Ich habe jetzt ungefähr noch
25 Minuten, um 11 geht es dann bei mir los mit der Audiokonferenz und dann schalte ich mal das Sprachrecht hier ein, dann können wir uns alle zusammen unterhalten. Kleinen Moment bitte. Wollte ich nochmal ganz generell wissen, ob jemand was sagen will. Jetzt, wie ist die Sprachqualität jetzt über die Verbindung, die ich bisher verwendet habe, und wie ist die jetzige Sprachqualität? Ist das beides gleich oder ist das eine besser als das andere? Wie sieht das aus, wenn da jemand was dazu sagen will? Beides gut. Ja, auch bei mir ist es gleich. Ja, beides gleich. Die zweite ist etwas lauter. Die hier jetzt, die ist etwas lauter. Ja, exakt. Der Klang ist heller. Ah, interessant. Aber grundsätzlich ist heller. Okay. Aber grundsätzlich sind beide in Ordnung. Okay, ja. Die andere ist in der Regel zuverlässiger. Das heißt, da habe ich fast keine Abbrüche, hin und wieder mal. Jetzt bei der hier kann es passieren, dass da die Verbindung hin und wieder abbricht. Ich muss nur bei der anderen etwas sparsamer sein mit der Bandbreite, weil das wird sonst ziemlich teuer. Gut. Ja, können wir uns allgemein unterhalten? Ich muss nur lachen, weil wie kann etwas teurer sein, wenn man das mit Akzepten ausgleichen kann? Das läuft über einen Trust und da ist ein anderes Arrangement dahinter. Okay. Ich habe eine allgemeine Frage und zwar bezüglich künftiger Kurse. Habe ich nämlich von mehreren Leuten schon eine Anfrage bekommen, ob es im Herbst einen Kurs geben wird und ob es schon eine E-Mail-Adresse für die Anmeldung gibt. Ja. Gibt es noch nicht, die wird im September, dann Anfang September wird die bekannt gegeben und der Kurs wird entweder Dezember oder Januar starten, je nachdem. Also es kommt ein bisschen drauf an, wie viele dabei sind und das Ganze müssen wir alles noch etwas straffer strukturieren, weil jetzt sehr viele Interessenten sich inzwischen melden und das ist natürlich schön. Auf der anderen Seite wird das dann auch sehr schwierig zu managen. Aber das avisiert ist also ein Kurs, der im Dezember oder Januar beginnt. Und im September gibt es die E-Mail-Adresse dann. Dankeschön. Ich hätte eine Frage bezüglich Bitte? Notare. Wenn man zu einem Notar geht, welche Fragen können da auftauchen und wie würden Sie diese beantworten bezüglich der weil Sie gesagt haben, man soll ihm erklären, was man tun möchte. Ist das vorteilhaft oder könnte das auch ein Schuss nach hinten sein bei manchen Notaren? Ja, ich glaube nicht, dass ich gesagt habe, dass man ihm erklärt, was man tut, sondern dass man ihm klar macht, dass man keine rechtliche Beratung braucht, sondern dass man lediglich die Bezeugung und auch Beglaubigung des eigenen Eides und Unterschrift und des Siegels sozusagen von ihm auch, ja, das ist alles. Und das ist nicht immer, nicht jeder Notar macht das, weil viele Notare, besonders auf dem Festland, also in Deutschland und in Österreich, die halten sich eher an wirkliche Gesetze, aber es gibt, wie zum Beispiel eine Willenserklärung, das ist eine freie Sache, die muss er natürlich auch notariell beglaubigen, oder wenn man zum Beispiel die Treuhandschaft überträgt an jemanden anders, dann kann er das auch notariell beglaubigen. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein, aber wenn er Zweifel hat, dann muss er, und das ablehnt, dann muss er, das jetzt fehlt mir das deutsche, der rechtliche deutsche Begriff. Gerade kürzlich hatte ich das gelesen, jetzt ist es wieder weg. Eine anfechtbare, ja, eine anfechtbare Ablehnung muss er dann schreiben und das muss er begründen. Das heißt, wenn er etwas nicht tun will, dann muss er das wirklich schriftlich begründen und dann muss man von ihm verlangen, dass er eben eine anfechtbare Ablehnung diesbezüglich schreibt.
Und das ist natürlich, dann kommt er in die Haftung. Ja, das ist also dann, das wäre so der kleine Trick hier, eine anfechtbare Ablehnungsbescheid oder Ablehnung anzustellt. Schriftlich. Okay. Ich habe nämlich eine Erklärung unter Eid beim Notar bestätigen lassen und habe dort erfahren, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem österreichischen und den deutschen Notaren. Bei uns ist es so, dass die Unterschrift, also die er bestätigt, nicht in die Öffentlichkeit geht. Dazu müsste er einen Notariatsakt anfertigen und eröffnen. Der wird dann in die Öffentlichkeit gebracht, bewegt sich dann bei ca. 800 Euro aufwärts. Eine normale Unterschriftsbeglaubigung kostet, also dort wo ich war, 40 Euro. Ah ja, ja, das ist vergleichbar also mit Preisen im Vereinigten Königreich. Ah ja, das ist interessant. Also ein Notarakt, das ist dann sehr viel teurer und das wird dann gleich in der Öffentlichkeit registriert. Richtig, das ist dann, wo alle öffentlichen Institute Einsicht nehmen können und auch veröffentlicht wird. Und das andere ist nur eine Unterschriftsbeglaubigung. Das hat bei uns nicht wirklich sozusagen Kraft, hat er gemeint, wobei das in Deutschland anders ist. Dort sind die Gesetze strenger, so hat er mir erklärt. Interessant. Naja, vielleicht ist es hin und wieder brauchbar, einen Notariatsakt zu machen, wenn es um wirklich etwas Großes geht. Ja, ich meine, ob man 800 Euro ausgibt oder 150.000 vielleicht bei einer Hypothek, das kann dann schon einen Unterschied machen. Aber jetzt muss man nochmal zurückgehen auf die private Seite, eine private Erklärung unter Eid mit unbegrenzter Haftung zum Beispiel. Wenn er die Unterschrift beglaubigt, dann können Sie trotzdem eine Apostille drauf. Ja, zum Beispiel, nehmen wir mal an, es geht um eine Verbindlichkeitserklärung oder ein Pfandrecht später, also ein echtes privates Wertpapier, was eines der besten Papiere ist, die es gibt, eine der unanfechtbarsten Papiere, die es gibt, dann genügt die Unterschrift und der Eid, dass das beglaubigt wird. Das brauchen Sie nicht in die Öffentlichkeit zu bringen. Aber wenn er trotzdem sein Siegel drauf tut und das beglaubigt, dann können Sie trotzdem eine Apostille bekommen. Denn die Apostille erstreckt sich ja lediglich darauf, dass die Unterschrift des Notars und dessen Siegel beglaubigt wird in der Art und Weise, dass es in der korrekten Kapazität von dem korrekten Mann oder Weib, der als Notar operiert, gegeben wurde. Und die Apostille ist international gültig. Damit bekommen Sie ein privates Instrument, ein privates Dokument, trotzdem anerkannt. Auf der privaten Seite. Also ich habe das beim Gericht hingelegt, eben der Richterin vorgelegt, und die hat mir das dann innerhalb von 3 Tagen zurückgeschickt, zur Verbesserung innerhalb von 7 Tagen, wie in der Schule, habe ich lachen müssen. Also die hat das ja nur unter Gelesen in den Akt dazugelegt und das hat überhaupt keine Auswirkung gehabt. Doch, das muss eine Auswirkung haben, dann ist das nicht richtig eingebracht worden. Da muss man einfach drauf bestehen, denn Sie können ja zum Beispiel sagen, ich will unter Eid vernommen werden und dann lesen Sie die Erklärung unter Eid dort hinein. Das ist, die können dann nicht verlangen, dass Sie 800 Euro ausgeben, für vor allen Dingen nicht beim Notar. Leute, beim Notar muss man die Dinge schon so bezahlen, wie er das will. Ich meine, wenn er ein Akzept nimmt oder eine Promissory Note und man setzt das alles sauber auf, das kann schon auch sein. Einige schaffen das, und aber wenige, ich gleich dazu sagen, wenn er das dann verwerten kann und dann auch wirklich was hat davon, dann macht er das sicherlich auch. Aber eine Erklärung unter Eid, das muss rechtlich frei von Kosten sein. Außer natürlich die Unterschrift Beglaubigung des Notars zu einem minimalen Preis, ja. Die kann nicht die Wahrheit zurückweisen, denn die Wahrheit hat keinen Preis. Also das muss man dann anders einbringen. Okay, man muss darauf bestehen. Die gilt trotzdem. Ja, es hat dann nicht die Auswirkungen verändert, aber grundsätzlich dadurch sind die kommerziellen Schritte gemacht
und es wird dann in weiterer Folge Konsequenzen für die Beteiligten haben, das schon. Ja, das muss man durchsetzen oder man muss einen anderen Weg finden, wenn ein solches vom Notar unterschriftenbeglaubigtes Dokument sozusagen, wie man das in die Öffentlichkeit bringt zur Anerkennung. Eigentlich ist das, wenn das in die Beweisakte kommt, wenn der Richter das in seiner Akte hält, ja, dann kann er nicht sagen, nee, das geht nicht. Dann sagen sie, gut, machen Sie mir das jetzt hier. Ja, es ist die Kopie. Es muss andere Wege geben. Ja, es muss einen Weg geben. Das geht nicht, dass man hier 800 Euro Aufschluss gibt, um eine Erklärung unter Eid rechtskräftig zu machen. Da muss es einen anderen Weg geben. Wenn es keinen anderen Weg gibt, dann muss man selber einen Weg schaffen. Ja, und dann sagt man ganz einfach zu der anderen Partei, hören Sie, die Aussagen, die da drin sind, sind wahr, ganz gleich. Ob ich jetzt 800 Euro zahle für einen Notariatsakt nicht, finden Sie einen anderen Weg. Das gilt, das übertrumpft die Fiktion. Ja, nein, es ist ja drinnen, es ist ja sogar Stempel gelesen und ist in den Akt hineingekommen. Also drinnen ist alles, es ist nur ignoriert worden von den handelnden Personen. Okay, dann kann man Einspruch vielleicht einlegen oder einen Einwand machen, damit vielleicht dann später in einem mehr substanzielleren Gericht, wie in einem Landgericht oder Oberlandesgericht, dann das trotzdem gesehen werden kann, wo dann mehr in die Substanz geschaut werden kann. Ja, jetzt bei den mittleren Gerichten oder Erstinstanzgerichten sind das eh alles administrative Gerichte, die nicht wirklich die Substanz sehen können. Da muss man dann einfach sagen, dass die Richterin hier, da kann man zum Beispiel sagen, dass man vielleicht könnte man sagen, dass man in der Form nicht geschult ist und dass hier deshalb die Substanz dieser Erklärung unter Eid Rang haben muss vor der Form. Ja, Form ist wichtig, ganz klar, aber Substanz hat immer Vorrang. Das heißt, wenn die Form die Substanz verletzt, dann muss die Substanz betrachtet werden. Aber es kann nicht an der Unterschrift gelegen sein vom Notar, dass das eben kein Notariatsakt war. Also das wäre korrekt gewesen, sondern das ist halt dann aus anderen Gründen nicht in die Wirkung gegangen, die damit bezweckt wurde. Ja, eine Erklärung unter Eid, die kann man auch vor drei Zeugen machen. Ja, das jetzt ist es mit dem Notar besser, ja, bezüglich kommerzieller Erklärungen unter Eid, wie zum Beispiel eine Verbindlichkeitserklärung der anderen Partei eine konkrete Haftung zuweist oder beziehungsweise von dieser akzeptiert wird im Falle, dass sie die dort angeführten Punkte nicht widerlegt. Da ist einfach die Notarbeglaubigung der Unterschrift und des eigenen Siegels sehr viel besser, weil man eine Apostille drauf bekommt und mit der Apostille das ganze Dokument in den internationalen Verkehr gebracht werden. Und das ist ja das, was man will. Ja, dann müssen die, das spart dann schon mal die Due Diligence aus oder verringert die Due Diligence, die dann die Anwälte einer Bank machen müssen bezüglich solcher Papiere und steigert gleich den Wert. Also die Durchschnittsbewertung solcher Verbindlichkeitserklärungen jetzt von Bankiers und Brokers, die ist vom Start weg 70% des Nominalwertes. Das ist ausgesprochen hoch für ein Wertpapier. Ausgesprochen hoch. Die meisten Papiere landen bei vielleicht 4-10%. Aber wenn Sie solche Papiere sehen, eine Erklärung unter Eid, eine Verbindlichkeit, und der Prozess ist korrekt, vor allen Dingen auch hier kommt es auf die Bezugserklärung drauf an, dass die auch unter Eid gemacht wurde und auch ein Notarsiegel hat und Apostille. Ja, das ist vom Start weg für die 7% des Nominalwertes. Und der Rest ergibt sich dann durch weitere Due Diligence. Und da ist dann die Frage, ob sie die überhaupt weiter verfolgen. Das kann sehr teuer sein. Mir wurde von einem Mann in den Staaten erzählt, besser gesagt einem Amerikaner, der hat eine sehr hohe Verbindlichkeitserklärung vor vielen Jahren gemacht gegen das Department of Justice. Das war, 200
sind auf Deutsch Milliarden, 200 Milliarden Dollar. Und die Due Diligence, die hat über eine halbe Million gekostet. Und der hatte dann das geschafft, dass die Bank von Malaysia also ihm eine Kreditlinie eingeräumt hat und kurze Zeit darauf hat dann die US Department of Treasury die Bank von Malaysia als eine Nationalbank erklärt, die Terroristen finanziert. Und das mag jetzt nicht nur daran liegen, Malaysia hat oftmals, da gab es ein bestimmtes Menschenrechtsverfahren, welches ein bestimmtes Land darf, und das war zu dem Zeitpunkt, wo Malaysia als einziges Land verurteilt hat diesbezüglich. Das mag auch daran gelegen haben. Aber es ist schon interessant, solche Zusammenkünfte von Ereignissen. War das in Verbindung mit dem Flugzeugabsturz von Malaysia? Nein, das war nicht. Hatte nichts mit dem Flugzeugabsturz zu tun. Die haben ein bestimmtes Land bestimmter internationaler Verbrechen bezichtigt oder bestätigt, dass dieses Land solche Verbrechen begangen hat. Und will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Sie können sich schon denken, um welches Land es sich da handelt. Und das hat natürlich große Aufregung verursacht. Hat da nicht dann der König von dort, ist er nicht dann ermordet worden oder hat er abdanken müssen? Das war ja vor ein paar Jahren erst. Das war vor kurzem erst. Ja, ich glaube, ein Richter ist ermordet worden, ja. Einer der Richter. Ah, das war's. Ja, ich glaube, dass ich mich schon an die Geschichte erinnern kann. Wobei, hat es dann für ihn positiv trotzdem eine Lösung gegeben oder nicht? Er hat eine Kreditlinie bekommen, denn die Bank hat ihm das zugesichert gehabt. Und es ist ja so, dass die Malaysia jetzt nicht darauf angewiesen ist, dass sie das unmittelbar jetzt gegenüber den Vereinigten Staaten direkt ledgern kann. Macht denn nichts aus. Die haben das weiter geledgert als andere, wie sagt man, als ein Anrecht auf die Menge an US-Dollar. Und das hat natürlich trotzdem seinen Wert. Also solche Sanktionen bringen herzlich wenig, das muss man auch mal sehen, man liest viel über diese Sanktionen, aber eigentlich ist das wirklich, ist das auch wieder nur so eine öffentlichkeitswirksame Scherade, sagt man das auf Deutsch, sagt man Rauch und Spiegel. Rauch und Schall, Schall und Rauch. Mirror. Rauch und Schall, Schall und Rauch, genau. Alles, was es wirklich ist, denn wer einigermaßen ist, mit Finanzen, der kommt immer um Sanktionen drumherum. Und das übrigens nicht nur auf illegale Art und Weise, sondern auf ganz legale Art und Weise. Eine Frage noch wegen den Euro. Wenn man den weitergibt, erhöht sich sein Wert. Ich vermute, da man mit sozusagen einem Euro mehrmals eine Sache bezahlt, wenn man das bei diesen Wertakzepten macht, wie erhöht sich da der Wert? Durch was erhöht sich der eigentlich dann? Ja, ein Akzept ist eigentlich, da erhöht sich der Wert jetzt erst einmal nicht, es sei denn, er wird vom Empfänger als indossables Papier verwendet. Und man kann natürlich darauf bestehen, dass er das ist, denn Akzept ist ein Finanzinstrument. Ja, jede Bank kann das bestätigen. Aber eigentlich geht hier ja der Akzept, den wir geben als Bezug der Verbindlichkeit, die die Bank hat. Damit könnte die das sozusagen verrechnen. Okay, der Akzept hier ist der Akzept der Rechnung. Das heißt, sie sagen, ja, das ist korrekt, das ist alles wunderbar und man schickt es zurück und dann können die das mit der ausgleichenden Verbindlichkeit, die zum Beispiel eine Bank oder der Elektrizitätsversorger jetzt hält, verrechnen. Oder Sie können das hernehmen als indossables Wertpapier und das einlegen und weitergeben und dadurch mehr Wert schaffen. Zum Beispiel können die das bleien oder eine Verbriefung machen, eine Securitization. Das sollten sie nicht, aber sie können es.
und daher erhöht sich der Wert, und Sie das dann höher deklarieren, als es war? Das kann ich pauschal nicht sagen. Das kommt darauf an, in was für Finanzinstrumente die Akzepte hineinpacken, ja, in was für Derivatenklassen oder so. Das kann ich nicht sagen, ob sich da der Wert dann erhöht oder um wie viel er sich erhöht. Eigentlich sollte das nicht sein. Akzept ist nichts weiter als eine privatadministrative Heilung, um sozusagen dem anderen die Zinsen zurückzuüberführen, die er zahlen müsste ansonsten, ja, wenn man selber diese nicht zahlt. Das ist also der ganze Trick dahinter wirklich. Ja, man muss wegkommen von der Vorstellung, dass man für Strom bezahlt oder dass man für irgendetwas bezahlt, denn alle diese Dinge sind vorbezahlt. Ja, das ist vorbezahlt. Ja, das ist dann unser Kapital, das wir uns anbieten. Das, was wir einer eigentlich nein, wieder das sind die Zinsen. Ja, naja, Zinsen, das sind nur die Kapital. Zinsen und also die Zinsen werden ja, auch so kann man das eigentlich nicht sehen. Das Kapital ist heute manifestiert in dem, was es an Dingen gibt, die man verwenden kann, an materiellen Dingen, die man verwenden kann, an intellektuellen Dingen, die man verwenden kann. Das ist das eigentliche Kapital, also das, was durch Arbeit geschaffen wurde. Das ist das Kapital. Das Geld heute ist nicht mehr wirklich Kapital. Das wird zwar öffentlich so dargestellt, weil jeder dem anderen immer alles in Rechnung stellt und ihm nichts vergibt. Ja, das heißt, je mehr ich einem anderen in Rechnung stellen kann und je mehr er mich bezahlt, desto mehr mache ich Profite, im Öffentlichen meine ich jetzt, ja. Das kann man im öffentlichen Kapital nennen, aber eigentlich ist alles vorbezahlt. Das Kapital manifestiert sich durch das, was es heute gibt, was man erwerben kann sozusagen, was man verwenden kann, benutzen kann. Okay, der ganze Rest hier mit der Buchhaltung ist alles ausgeglichen. Das ist alles ausgeglichen, Leute. Okay, und das Einzige, warum sie das tun, ist, damit sie sozusagen erfassen können, welches Land, welche Gemeinde, welche Stadt, welcher Bürger und so weiter, wie viel sozusagen an Zinsen dem Staat gibt oder der Firma gibt, um die Zinsen auf die Nationalschulden zu zahlen oder auszugleichen, besser gesagt. Das ist nichts weiter als ein Buchhaltungssystem, das ist ein Erfassungssystem. Kreditkarten sind reine Erfassungszeugen. Das heißt, das sind Zeugen, die Kreditkartenanbieter, das sind Zeugen einer Transaktion. Ja, die Bundesbank, das SEPA-Verfahren zum Beispiel, da ist die Nationalbank oder die Europäische Zentralbank Zeuge der Transaktion. Das heißt, damit die sehen, wer wo wie was verwendet hat oder welche Rechte erworben hat. Und das ist, und wem was zurückgegeben werden muss. Ja, und alles hat seine Ordnung, wenn jeder die Dinge kommt einfach nur durch eine Abzeichnung der Rechnung. Wenn er sagt, ja, ich bestätige, dass diese Buchhaltung, denn das ist ja eine Rechnung. Das ist eine Abrechnung. Eine Rechnung. Ich bestätige, dass diese korrekt ist. Das ist alles, was es ist. Das ist der Akzept. Wobei und dann muss die Firma oder der Staat wirklich hier die Buchhaltung, die Ledger mit den Ledgern in Einklang bringen. Und wenn das nicht geschieht, dann plündert irgendjemand. Jemand plündert, weil er zweimal zu lang ist, den Akzept, und will dann noch, dass man hier in Euro bezahlt. Und das kann er nur, wenn es einen Vertrag gibt, der das separat festlegt. Das ist eben das Problem. Das Problem sind die Verträge. Verträge übertrumpfen öffentliche Geldpolitik. Verträge übertrumpfen die öffentliche Geldpolitik. Private Verträge oder generelle Verträge? Generell Verträge. Ja, also wenn man mit einem Stromanbieter einen Vertrag hat, dass man so und so viel zahlt in Euro per Giro oder Überweisung oder sagt man Dauerauftrag, dann ist das der Vertrag und der überschreibt die öffentliche Geldpolitik. Deswegen muss man den erst variieren
auch wieder in Form eines administrativen Prozesses, bevor man anfängt, damit Akzepten auf einmal daherzukommen. Ja, denn sonst, die gehen ja rein wegen Nichtbezahlung, aber der Richter sieht Vertragsbruch. Vertragsbruch, das ist das, worunter die Menschen am häufigsten verklagt werden, Vertragsbruch. Entschuldigung für die Zwischenfrage, gilt das dann auch für zum Beispiel Stromanbieter Stadtwerke, die ja eine Körperschaft des öffentlichen Rechts sind und zu 100% der Stadt gehören? Wenn die in der doppelten Buchführung arbeiten, gilt das auch für die, ja. Der Vertrag wurde mit den Stadtwerken gemacht, aber nicht mit der Gemeinde, die eigentlich zu 100% gehört. Kann ich dann trotzdem den Bürgermeister dazu bringen ohne Vertragsänderung oder ist das immer nötig? Jetzt die Stadtwerke, da würde ich vielleicht nicht den Bürgermeister einschalten, sondern denjenigen, der verantwortlich ist für die Stadtwerke. Wer ist der Chief Financial Officer? Der ist aber ganz gefährlich in meinem Fall. Das ist ein LLM. Ein LLM? Ja. Doch, auch er muss sich an die Dinge halten. Was ist denn LLM? Der weiß schon dann, um was es geht. Wenn er so gut ist, dann weiß er, um was es geht. Und dann ist es eine Schlacht der Willen und der Ausdauer. Also sich dann gut vorbereiten. Wenn man weiß, wie gesagt, ne? Man muss sich gut vorbereiten und seinen Gegner studieren. Ich habe es ja schon geschafft, dass ich seit letztes Jahr keinen Strom bezahlt habe, aber jetzt kommen sie halt ganz scharf um die Kurve und jetzt muss ich richtig massiv agieren, da weiß ich noch nicht, was ich tue. Ich habe aber den Nachweis, wie er unsere Gewinne, die ja wieder zurückfließen müssten, eigentlich, wie er die veruntreut. Da ist dann vielleicht irgendwann mal ein Vier-Augen-Treffen angesagt. Ja, aber Leute, immer vorsichtig sein, okay? Wenn man hier ein sehr lukratives Fass auf einmal versucht, dem anderen wegzunehmen, dann muss man aufpassen, okay? Denn die... Wer so denkt, ja, dass er andere plündern will oder unbedingt immer seinen eigenen Vorteil auf unrechtmäßige Art und Weise im Auge behält, der ist zu allem Möglichen fähig. Also man muss da einfach klug sein und geschickt arbeiten und vielleicht da einen anderen Hai mit einbinden, der noch schärfere Zähne hat. Ja, wie vielleicht die US Department of Treasury. Dann habe ich mal eigentlich eine allgemeine Frage, weil es gibt immer mehr Leute, auch in meinem Umfeld, denen es immer mehr und immer dreckiger geht, die eigentlich wirklich gar nicht mehr weiter können, die also wirklich das Limit erreicht sind und das sind eigentlich Mittelständler, wo das so läuft. Besteht eigentlich die Möglichkeit, dass man irgendeine Organisation schafft, die, da ist jemand im Kommerz gebildet, sehr perfekt ausgebildet, der auch bereit ist, für andere in die Bresche zu gehen, der dann massiv gegen diese vorgeht, indem er, ich sag mal jetzt, den Geschädigten übernimmt. Besteht so eine Art Modell, so wie jetzt, ich sag mal, ein Rechtsanwalt eigentlich im näheren Sinne für uns arbeiten sollte? Besteht da so eine Möglichkeit? Rein technisch, kommerziell, technisch und rechtlich gesehen, kann man alles in die Wege leiten und aufziehen und aufsetzen. Aber man bewegt sich dann eben außerhalb, das tut eigentlich sowieso. Es ist ein sehr hohes Risiko für denjenigen, der das tut. Ein sehr hohes Risiko. Ja, denn um den scharen sich die Leute und nicht nur die, die Hilfe brauchen, sondern auch die, die ihm ans Leder wollen. Das ist einfach so. Da werden Dinge inszeniert, das können Sie sich nicht vorstellen, was ich da alles erlebt habe. Ganze Gerichtsverfahren wurden inszeniert, nur um einen bestimmten Aspekt des Kommerzes Misskredit zu bringen. Ja, und hinten herum haben die uns das offen ins Gesicht gesagt. Es ist unglaublich.
aber es gilt dann, ist dann im öffentlichen Porto. Und das ist dann nun kein unüberwindbares Hindernis, aber dennoch doch erst einmal wieder ein Hindernis. Also es ist ein sehr hohes Risiko für jeden, der so etwas macht. Und er muss dann ganz sauber kommerzielle Interessen an diesen natürlichen Personen oder an den Firmen, je nachdem, was er da schützen will, muss er nachweisen können. Und muss da wirklich sehr gut sein im Umgang mit Finanzinstitutionen, mit den Steuerbehörden und so weiter. Das ist ein sehr hohes Risiko für den. Also ich kann das niemandem empfehlen, sich da zu organisieren. Denn Organisation, den wird früher oder später der gar ausgemacht. Das ist so. Ja, Einzelne kommen besser zurecht, als wenn das in Form einer Organisation gemacht wird. Ein sehr hohes Risiko. Gut, also Gerichtsbeschlüsse und Urteile können wir in der Zwischenzeit komplett ihre Wertpapiere, die ja im Keller liegen, vernichten. Bitte, da haben zwei gesprochen, das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich habe gesagt, wir sind in der Zwischenzeit in der Lage, Gerichtsurteile und Beschlüsse zu vernichten. Die Wertpapiere, die ja im Original unterschrieben im Keller liegen, die können wir vernichten. Da haben wir schon sehr hohe Erfolge. Das heißt, von den Gerichtsurteilen haben wir eigentlich keine Angst. Es geht eigentlich nur um die kommerziellen Prozesse zu etablieren. Ja, nee, Angst haben braucht man eh nicht. Aber es geht immer um die Frage von Präzedenz. Ja, und wenn und Präzedenz, obwohl das im europäischen Rechtssystem eigentlich keine so hohen Stellenwert hat, wird das doch immer wieder verwendet von Richtern. Die Sache ist am besten, wenn jeder die Dinge selber sauber lernt. Je mehr, besser. Und es dauert seine Zeit. Leute, es geht vielen Menschen heute dreckig. Und der Mittelstand ist ein Angriffsziel. Der Mittelstand ist ja traditionell gesehen und auch aus Erfahrung betrachtet eine sehr mobile und flexible Angelegenheit. Das heißt, die Menschen, die im Mittelstand operieren, sind relativ flexibel und auch relativ frei in ihren wirtschaftlichen Handlungen. Und natürlich wird das angegriffen, das ist klar. Und da muss jeder lernen, wie er selber damit zurechtkommt. Es führt da kein Weg dran vorbei. Wenn man sich organisiert, das geht eine Weile lang gut. Und dann kommt der Hammerschlag, ist meine Erfahrung. Ich will da niemanden jetzt abschrecken davon, aber warnen. Ja? Das will ich also nicht versäumen sagen. Wer so einen Magen hat und vor allen Dingen, wer vielleicht keine Familie hat, das wäre noch besser, und wer vielleicht auch noch gut ausgebildet ist in der Hochfinanz, das wäre auch sehr begrüßenswert, und diese privaten kommerziellen Prozesse dann verwendet und übertragen kann in internationale kommerzielle Tässe. Der kann da eine ganze Menge bewirken. Aber er braucht Alliierte. Und er braucht mächtige Alliierte. Das ist ja mein Problem. Ich war mal ein sehr gut Verdiener im Consulting-Unternehmen, eigenes Consulting-Unternehmen. Und Finanzamt, Staat, alles versucht mich momentan kaputt zu machen. Und jetzt stehe ich vor der Stromabschaltung. Das heißt, ich bin absolut nicht mehr handlungsfähig. Und ich stehe kurz davor, hier einen Privatkrieg anzufangen, aber mit echter Waffe. Ich habe irgendwo die Faxe dick, ich will leben. Ja, dann sich lieber ergeben, als anfangen mit Waffen zu arbeiten. Das kann ich sagen, lieber ergeben. Oder die Insolvenz, wenn es gar nicht mehr anders geht, die Insolvenz der Person beantragen. Okay, dann sind alle Schuldner, stehen dann sozusagen erst einmal da. Alle Gläubiger, meine ich, auf der öffentlichen Seite. Das habe ich ja gemacht. Ich habe ja meinen wir hatten ja damals die Sitzung, die Einzelsitzung, wegen der Insolvenz, wo ich hatte. Die Insolvenz habe ich abgeschmettert. Der Anwalt hat kleinlaut beigegeben, das Insolvenzverfahren wird nicht eröffnet, mangels Masse. Also der hat mir ganz klar bestätigt, bei mir ist nichts zu holen.
dafür kommen sie jetzt alle messerscharf um die Kurve und wollen erst recht melken bis zum Exitus. Dann nochmal Insolvenzverfahren beantragen. Ja, das ist das, was ich machen würde in so einem Fall. Einfach nochmal hingehen, zum Gericht gehen und sagen, ich muss die Insolvenz beantragen. Wie mache ich das? Und dann nochmal Mangelsmasse wieder rausgehen? Ja, das dauert aber eine Weile, bis das beschlossen wird, ja? Und jetzt will ich da nicht zu viel sagen, aber wenn man bestimmte kommerzielle Instrumente hält, ja, dann kann man die durchaus als Masse mit einbringen, wenn das indossable Papiere sind. Aber da sprechen wir in der Zukunft noch drüber. Ich kann da jetzt nichts zu sagen, Harald, weil das würde nur noch mehr Probleme schaffen, wenn das jetzt so dann auf die Kürze umgesetzt werden würde. Ja? Nein, aber danke. Es gibt immer eine Möglichkeit. Ja, die Stromabschaltung, das müssen Sie, dem müssen Sie entgegentreten und ganz einfach den mitteilen, dass sie die auf, was weiß ich nicht was, auf Körperverletzung verklagen, mit unbegrenzter Haftung, wenn die tatsächlich den Strom abschalten. Das muss man denen einfach mitteilen. Und dann gehen sie vors Gericht und verklagen die Stromfirma wegen Körperverletzung oder versuchter Körperverletzung. Und die Haftungssicherungsübernahme für den Geschäftsverlust, der noch existent ist. Die 500 Euro, wo ich momentan noch habe. Genau. Ja, da werden sie dann gezwungen, aufs Schlachtfeld zu treten. Und wenn das Ergeben nichts mehr nützt, wenn die einfach den Strom nicht mehr liefern, ja, das geht nicht. Da müssen sie mal gucken, was da für Verträge im Hintergrund sind. Es gibt, ich weiß, dass in Deutschland gibt es irgendwo, das im Energieversorgungsgesetz, da ist das verboten, dass der Strom aufgrund von Mangel an Bezahlung, wenn die Unfähigkeit der Zahlung vorliegt, abgeschaltet wird. Dann teilen Sie den mit, unfähig zu zahlen und ich brauche trotzdem Strom. Na, okay. Ich kann Ihnen 20 Euro im Monat anbieten. Oder Sie sagen, ich biete 20 Euro im Monat an. Oder sonst irgendwas, was Sie sich leisten. Zeigen Sie, dass Sie zahlungswillig sind. Okay? Und dass, wenn Sie ja, mit Akzepten gearbeitet haben, dann können Sie einfach sagen, unter Vorbehalt der Akzepte. Oder aber, ich verzichte auf die Durchsetzung der Akzepte, wenn Sie mir in Zukunft den Strom für 20 Euro im Monat liefern. Das ist auch eine gute Idee. Danke. Ja sowas in der Art. Man muss immer in Kontakt bleiben. Und bitte, das ist eine Provokation, Harald, okay? Und die wollen Sie in eine Ecke bringen, wo Sie etwas tun, wo die dann hinterher wirklich einen Ansatzpunkt haben, Sie anzugreifen. Okay, wenn Sie nicht können, können Sie nicht. Und alles Weitere, was passiert, das halten Sie mal auf, wie sagt man, ein bisschen zur Seite im Moment, bis Sie wieder ein bisschen handlungsfähiger sind und mehr Spielraum haben. Und solche substanziellen Schäden, die eventuell da passieren, das verjährt nicht. Okay, und da können Sie noch Dinge tun in 2-3 Jahren, die diese Dinge noch quittieren und regeln. Wenn wir mal über Treasury-Liquidierung gesprochen haben, das wird eine der letzten Sitzungen sein, dann werden Sie sehen, dass auch die Stadtwerke da noch ordentlich zur Kasse gebeten werden können. Und das macht dann, da müssen Sie sich dann nicht mehr drum kümmern, das macht dann die IRS. Darf ich noch eine Wortdefinition fragen bezüglich Rechnung und Abrechnung? Weil Abrechnung würde ich verstehen, dass man das komplett liquidiert und eine Rechnung ist einfach ein weiterer Prozess, ein offener Prozess. Ja, das ist korrekt, ja. Okay, danke. Eigentlich wirklich, wenn wirklich ein, sagen wir, ein Finanzjahr abgeschlossen wird oder ein
ein Konto endgültig geschlossen wird, und damit meine ich wirklich endgültig, dann nennt man das auch den Rechnungsabschluss. Danke, ja. Oh, Leute, tut mir leid, ich habe dann im Juli wieder ein bisschen mehr Zeit, da zu sein, aber jetzt bin ich gerade schon 10 Minuten zu spät. Ich muss mich verabschieden für heute, und Sie können hier gerne noch natürlich da bleiben, und wir hören uns wieder am 6. Juli, und ich wünsche Ihnen bis dahin alles Gute. Herzlichen Dank, Wiederhören. Gute Nacht. Also ich sag jetzt Aufnahme stoppen.